Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 410. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der wunderbare Herr Marvin. Hallo, hi. Die tolle Frau Patricia. Hallo. Und der herausragende Duke. Ja, servus, hallo. So, wir warten noch auf den total super tollen Basti. Vielleicht kommt er noch dazu, der ist noch auf einer Geburtstagsfeier. Ich hoffe, dass er noch dazu kommt. Ich hätte noch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was ich dringend mit ihm bereden muss. Vielleicht funktioniert das noch. Bevor wir dazu kommen und bevor wir über das Hoffenheim-Spiel und Transfers bei der Eintracht und vielleicht auch so ein bisschen über Transfers in der Bundesliga sprechen, möchte ich an dieser Stelle nochmal ein kurzes Housekeeping einwerfen. Und möchte mich nochmal ganz vielmals bei all den Menschen bedanken, die uns hier so fleißig supporten. Jede Woche, jeden Monat, jeden Tag aufs Neue. Und da möchte ich zwei Leute ganz besonders hervorheben. Jetzt war ich natürlich so blöd, habe mir die Namen nicht rausgeschrieben. ich sehe gerade, bei dem einen stehen gar keine, sind die Vornamen nur abgekürzt. Deswegen J und P für die Spende. Und das andere war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Dominik. Lass mich dazu sicher nochmal nachgucken. Zahlung erhalten. Genau, der Dominik, die uns hier wieder wundervoll mit Spenden unterstützt haben. Vielen, vielen Dank stellvertretend für all die anderen, die das tun. Und kleiner Service-Hinweis an dieser Stelle. Ihr habt jetzt die Möglichkeit bei Patreon auch in Euro uns zu unterstützen. Bislang ging das ja nur in Dollar und jetzt seit Anfang des Monats kann man dort auch in anderen Währungen uns unterstützen. Und ihr habt da jetzt auch die Möglichkeit, wenn ihr neu dazukommt, Euro auszuwählen, aber auch wenn ihr uns da bereits unterstützt, auf Euro umzustellen. Das hat nämlich dann auch ganz tollen Effekt, dass wir diese ganzen Umrechnungsdinger nicht mehr bezahlen müssen, weil es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, das Geld bei Patreon rauszubekommen. Da muss man immer irgendwie so einen Zwischenhändler dazwischen packen, weil das dann da auch immer nicht so ganz einfach ist. Und die nehmen sich natürlich dann alle immer für die Umrechnung dann da noch irgendwelche Gebühren weg. Das ist so ein bisschen semi-geil. Also am liebsten ist uns natürlich nach wie vor Überweisung, aber wenn ihr das über Patreon machen möchtet, dann guckt doch mal, ob ihr das vielleicht auf Euro umstellt. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen effektiver am Ende des Tages. Ich lerne nie aus. Ja. So sieht's aus, ja. So wusste ich auch noch nicht. Was? Mhm. Dass das jetzt geht oder dass wir das Servicegebühren bezahlen? Nein, also tatsächlich Servicegebühren doch bekannt. Nee, dass jetzt in Euro gezahlt werden kann. Genau, die haben das jetzt, die hatten das vor 2 Monaten angekündigt und jetzt seit Anfang Oktober geht das. Wir hätten auch Pfund auswählen können, aber dem Pfund traue ich ja noch weniger, persönlich. Ja, genau. Also so viel zum Service-Hinweis des Tages. So, und jetzt lass uns doch mal auf das eigentliche Spiel des Spieltags gucken, nämlich unser Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim. Am Ende 2:1 siegreich für uns. Ich fand auch, wir sind extrem gut in dieses Spiel eigentlich reingekommen. Und dann kam dieses 0:1 von Kramaric und ich persönlich dachte ja, alles klar, mein Wettschein geht auf, ich krieg Trostgeld, weil das wird ja heute nichts mehr. Ja. Wie war dann so eure Wahrnehmung der ersten, sagen wir es mal, 19,5 Minuten? Marvin. Ich muss sagen, ich war ein bisschen unsicher. Der Anfang war tatsächlich extrem gut. Dann fällt das Gegentor, du denkst, okay, wirklich Kramaric, nein, verdammt. Ne? Und du hattest dann automatisch im Kopf, okay, Hoffenheim, naja, die haben letzte Woche schon ordentlich was gerissen. Das ist jetzt ein bisschen traurig, dass das jetzt vielleicht auch wieder in eine ähnliche Richtung geht. Aber tatsächlich musste man sich auch ein bisschen daran festhalten, dass die Eintracht eigentlich gut im Spiel war. Nach dem 1-0 habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, aber trotzdem haben sie nicht aufgesteckt. Ich habe dann gemerkt, okay, ja, das kann trotzdem auch noch gefährlich werden, aber wenn die Eintracht eigentlich so weitermacht und diese Delle nach dem 1-0 ein bisschen passieren lässt, dann geht auch immer noch was. Und die Kompaktheit, das ist ja unser Lieblingswort, ist ja durchaus da gewesen. Und man hat dann gemerkt, dass die Eintracht sich rantastet. Ich habe dann trotzdem gedacht, okay, jetzt trotzdem erstmal in die Pause kommen und dann neu sortieren. Und was dann halt nach der Pause war, war ja echt herausragend gut. Ja, bleiben wir, bevor wir zu nach der Pause kommen, nochmal vielleicht kurz bei dem 1-0, weil ich fand halt auch, das hätte nicht fallen müssen. Also mal davon abgesehen, dass Tore nie irgendwie passieren müssen. Aber da fand ich, waren wir schon auch so ein bisschen zu passiv. Zu passiv, danke. Ich wollte gerade defensiv sagen, aber das wäre falsch. Nee, zu,
zu passiv. Also erstmal die Situation im Mittelfeld, er tankt sich da irgendwie durch, weil Rode und Ilsenker sich da gegenseitig irgendwie umrennen. Und dann hast du da drei Spieler, die quasi im Dreieck um Kramaric drumherum laufen und halt einfach nur mitlaufen, zwar gucken, was er macht, aber keiner geht mal auf den ballführenden Spieler. Und das habe ich in der Situation halt absolut nicht verstanden, dass man ihn da so frei durchlaufen lässt. Ich denke mal, da werden wir alle dich unterstützen bei der Aussage. Also es ist nicht nachvollziehbar gewesen, warum wir uns da so passiv verhalten. Im Endeffekt, du sagst, dass vorher wären 10 Situationen gewesen, hättest du den Ball locker klären können oder einfach ein bisschen dem ballführenden Spieler auch mehr, ja, sozusagen unter Druck setzen müssen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dann stehst du so eng und ich hatte es mir auch extra noch meine Zusammenfassung angeschaut gehabt, dann fälschst du den Ball natürlich auch noch doppelt ab, dadurch, dass du einfach so eng auf engem Raum Kramaric den Ball zwar ganz schön aufs Tor bringt, aber allein dann durch diese zwei Abfälschungssituationen, ich weiß gar nicht, wer erst mit dem Fuß dran ist, dann ist noch ein Kopf dran, dann fällt das Ding natürlich hinten ins Tor rein, da denkst du auch, oh Mann, sah auch im Live-Bild sehr, sehr seltsam aus. Wenn dann natürlich die die Wiederholung dir anschaust, dann ist das natürlich doppelt ärgerlich. Nichtsdestotrotz muss man da wirklich nochmal sagen, es war einfach leider viel zu viel Raum für den Spieler und Kramaric, wir kennen nicht erst seit der Saison, wissen wir, dass er sehr gefährlich ist. Oder was meinst du, Patricia? Wie hast du es denn gesehen? Ja, das ist auch einer meiner, ich würde sagen, wenigen Kritikpunkte in dem Spiel, dass Kramaric auch des Öfteren noch, also auch nach diesem Tor, alleine gelassen wurde und da immer wieder durchkam. Und das hätte halt noch öfter gefährlicher werden können, wenn Hoffenheim das besser genutzt hätte, weil ehrlich gesagt kam von der gesamten Mannschaft da recht wenig. Deshalb denke ich, da fahren wir noch recht gut mit, dass das halt nicht schlimmer geworden ist. Aber das war auch so der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt wirklich habe. Also man hat halt wirklich zu oft zu viel Abstand zu gefährlichen Spielern gehalten. Ansonsten habe ich da aber wirklich gar nicht so viel dran auszusetzen, weil es war schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Und zu sehr nach Corona-Regeln gespielt in der ersten Halbzeit. Ja. Könnte eventuell sein, ja. Ja, aber gut, aber trotzdem ist es ja eine Qualität und wenn wir jetzt, ne, klar, erste Halbzeit, sehen wir die Fehler, wir sehen trotzdem, dass Eintracht, nachdem sie gut reingekommen ist, klar, diese Schwächeperiode, aber was interessant ist, ist dann halt, dass sie in der Halbzeitpause offenbar wieder zu Kräften gefunden haben, die Ansprache dementsprechend gestimmt hat und ich glaube, ich in der zweiten Halbzeit eine komplett veränderte Mannschaft der Frankfurter Eintracht gesehen habe, die über weite Strecken Hoffenheim gar nicht mehr diese Räume geboten hat, vielleicht ist auch Hoffenheim ein bisschen zurückgerutscht, also ich muss auch sagen, ich habe von Hoffenheim ja auch nicht mehr wirklich viel gesehen. Da war die Eintracht in der zweiten Halbzeit für mich sehr, sehr dominant und folgerichtig dann halt auch mit den Toren. Wie sie dann passiert sind, können wir en Detail gleich nochmal drüber sprechen, aber die Dominanz war doch eine andere, Dennis, oder? Ja, auf jeden Fall. Marvin, du hast es schon angesprochen gehabt, die zwei Halbzeiten, die kannst du gar nicht miteinander eigentlich oder nur schwierig miteinander vergleichen, weil es wirklich die Eintracht ein ganz anderes Auftreten hat, eine ganz andere Dynamik, so richtig. Die Leute wirkten, als wären sie in der Halbzeit richtig heiß gemacht worden und hatten dann auch richtig Bock, wieder Fußball zu spielen. Auch die Ideen waren dann teilweise da und wenn du hast schon richtig gesagt, die Tore dir anschaust, diese eigentlich geniale Moment, Bas Dost, was muss der schon einstecken an Kritik, auch hier von uns, wo wir gesagt haben, ach du Jemine, was treibt er denn da teilweise? Wie genial er diesen Ball in diesen freien Raum noch, nicht chippt, sondern einfach wirklich einen wunderbaren, tiefen Pass noch reinspielt und dann müssen im Endeffekt Hinteregger hätten entweder gemacht oder in dem Fall ja dann Kamada, der den Fuß da hinhält. Super, also wirklich genial, hat mir richtig Spaß gemacht zuzuschauen und so hast du es gemerkt, da waren ein paar Situationen dabei. Ich erinnere mich noch an eine Szene von Dost, wo er auch dann nochmal aus dem Rückraum den Ball aufs Tor bringt, kann der Torwart dann noch gut verteidigen. Also das ist auf jeden Fall, war das eine ganz ausgewechselte Eintracht und ich finde es wirklich super, dass wir uns genau auf diese Eingespieltheit, wo wir ja immer gehofft haben, oh Mann, hoffentlich kommt der Sturm davon ein bisschen ins Rollen, die Offensive funktioniert ein bisschen besser zusammen. Das fand ich, hat man in der zweiten Halbzeit wirklich deutlich besser gesehen. Ja, nicht nur die Offensive und der Sturm, sondern die ganze Mannschaft, wie Marvin schon so richtig gesagt hat, war halt einfach so von der kompletten Herangehensweise an dieses Spiel viel galliger, viel bissiger, sind viel früher ins Pressing gegangen, haben viel mehr die Räume dicht gemacht und haben halt Hoffenheim jeglichen, oder was heißt jeglichen, aber einen Großteil des Anteils am Spiel halt einfach
genommen, plus halt eben auch dieses schnelle Umschalten, was du ja wie gesagt bei dem 1:0 gesehen hast, wie das dann schnell einfach in diese Kontersituation geht und super mit dieser Übersicht und Dost halt einfach mit diesem, der hat die ja schon da relativ gefoppt. Ja, also die haben ja alle damit gerechnet, dass der einfach schießt und er hat ja ganz genau gesehen, dass da im Rückraum zwei reinlaufen und hat quasi diesen Schussansatz gemacht und das Ding dann da durchgechippt. Also der wusste ja ganz genau, was er da tut, das olle Schlitzohr. Ja, auf jeden Fall, aber es ist trotzdem halt auch interessant zu sehen, dass die Eintracht momentan auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es ist ein bisschen ein anderes Gefühl, es ist eine andere Intensität, die da gerade wirkt, denn die Dinger, die also beide Tore waren, ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch gut rausgespielt, aber die waren dann auch irgendwo rein gewollt, ne? Also, ich meine, du warst beim 1:1, keine Ahnung, da habe ich die ganze Zeit hinterher das Tor gemacht, bevor ich dann nochmal genau geguckt habe und plötzlich war es halt Kamada so, ne? Aber das ist halt dieser Wille. Im Endeffekt hätten noch drei andere auch noch dahinter gestanden und hätten das Ding vielleicht auch nochmal reingemacht, ne? Ja, also, noch viel krasser beim 2:1, ne? Also, da sagst du es ja, dieses im Boden noch die Übersicht zu behalten und trotzdem auch dieser Wille und dann wird er reingeknallt. Geh ich voll mit dir, Marvin. Also, da musst du wirklich sagen, da war richtig Bock drauf, dieses Spiel zu drehen, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist eigentlich ja genau das, was wir immer wollen, dass im Endeffekt der Kampf stimmt, dass die Einstellung stimmt. Und ihr habt es gerade, glaube ich, auch schon gesagt, mit diesen Balleroberungen. Ich glaube, das war auch eine Szene, wo Kramaric dann da abgekocht wurde. Ich weiß nicht, ob es Touré war oder wer den Ball dann da erobert hatte. Aber einfach Situationen, wo wir immer gesagt haben, das ist das, was wollen wir sehen. Ob dann am Ende Tore fallen, das kannst du teilweise ja nicht wirklich beeinflussen. Aber wir wollen zumindest diesen Kampf, den Willen sehen. Und das fand ich wirklich in der zweiten Halbzeit, dass du das gut gesehen hast. Ja, Patricia, wie hast du das gesehen? Ja, absolut. Also ich bin auch sehr, sehr froh und auch gewissermaßen beeindruckt, dass man Rückstand dann gedreht hat sogar. Mhm. Weil ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche hier besprochen hatten oder ob es irgendwie privat war. Auf jeden Fall hatte ich so im Kopf, wer das erste Tor macht, gewinnt das Spiel wahrscheinlich auch irgendwie oder zumindest kippt das sehr, sehr in, ja, auf deren Seite quasi. Und dann war es ja so, dass Hoffenheim das erste Tor gemacht hat und trotzdem hat die Eintracht es geschafft, das Spiel nicht aus der Hand zu geben und weiter dann auch in der zweiten Halbzeit zu dominieren und es dann halt so zu drehen, dass du am Ende 3 Punkte hast und das war schon sehr beeindruckend dann, weil wir haben auch schon andere Zeiten gesehen, wo man dann auseinandergefallen ist, wenn man den Rückschlag hatte. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch einzelne Personen, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch auf einzelne Spieler demnächst eingehen wollen, weil da habe ich auch einige aufgeschrieben, die das ganz gut gemacht haben. Also ich fand, es war in erster Linie eine mannschaftlich gute Leistung, aber es waren auch einzelne Spieler, die dann doch nochmal rausgestochen haben. Wen hast du denn da zum Beispiel auf deiner Liste? Also Dost habe ich, das haben wir jetzt aber auch gerade so ein bisschen schon angeführt, also auch wie er die Vorlage gemacht hat, aber nicht nur das Tor und die Vorlage, also ich fand ihn insgesamt sehr stark, also er hat halt Bälle festgemacht, statt einfach, wie wir es schon, ich glaube, das war jetzt sogar bei Fußball 2000, da hatte ich es auch gehört, statt die weiter zu verteilen, statt die direkt weiter zu verteilen, hat er erstmal gehalten, geschaut, sich eine Übersicht verschafft, weitergespielt und er war halt auch wirklich immer präsent, also in jedem Kopfballduell, zum Teil auch in der Defensivarbeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ist auch das, was wir eigentlich von ihm erwarten, so als Leuchtturm da vorne drin. Ja, aber nicht nur Dost. Also ich fand auch Touré als zweiten Spieler sehr, sehr, sehr stark auf der rechten Seite. War mega. Also was da über die rechte Seite tatsächlich ging, also diese Situation, dass man jetzt auch viel mehr vielleicht über die andere Seite spielen muss, dadurch, dass Kostic ja nicht da ist, fand ich, hat er super angenommen. Ja, auch im letzten Spiel schon, aber in dem jetzt auch einfach in so vielen Offensivaktionen und sowas von gallig und auch mit dem einen oder anderen Pass, ich glaube, das war Mitte der zweiten Hälfte, wo er dann den Ball flach da nochmal reinspielt, wo aber Silva dann nicht die Möglichkeit hat, da richtig zum Abschluss zu kommen, weil er den Hoffenheimer im Rücken hat und er quasi ja nur so ein bisschen auf die kurze Ecke dann da spielen kann, aber das war auch super gemacht von Touré. Stimmt, ja. Das war tatsächlich, die Patricia hat es vollkommen richtig gesagt, insgesamt eine sehr, sehr mannschaftlich geschlossene, sehr gute Leistung. Ja, das fängt überall auch schon in der Abwehr an, aber natürlich musst du auch an solchen Tagen tatsächlich Touré hervorheben, der sich diesen Platz gerade
sehr verdient, ja, sehr umtriebig ist, eine extreme Flankenhäufigkeit hat. Wir haben auch Zuber gesehen, den ich eigentlich auch ganz gerne mal loben würde, denn natürlich ist es ein anderer Spieler, der nicht in der gleichen Art und Weise wie Kostic performt, aber durch diese Andersartigkeit, aber trotzdem irgendwie nicht einfach, er ist nicht einfach so ein 0815-Ersatz, sondern er prägt das anders und das finde ich ganz gut. Ja. Also und dann komplett die Offensivabteilung. Klar, wir können über das sprechen, der mittlerweile wahrscheinlich komplett zur Eintracht gefunden hat. Silva auch umtriebig. Kamada hat sich von seiner Sonnenseite gezeigt. Ich beäuge ihn ja durchaus noch einigermaßen kritisch, aber das war insofern einfach gut. Und dann muss man halt aber auch sagen, wenn wir dann noch darauf kommen, dass ja relativ früh Abraham verletzt raus musste. Und ich habe aber bei Tuta nicht gemerkt, der irgendwie ja dann auch noch zumindest 30 Minuten auf dem Platz war, dass das jetzt irgendwie ein Drama gewesen wäre. Also Tuta hat sich im Verlaufe gut eingefunden. Das ist auch eine Qualität, von der ich nicht gedacht hätte, dass das so schnell möglich ist. Nee, das hat mich tatsächlich auch verwundert, dass er ja sehr unauffällig war, was ja in der Situation auch ein gutes Zeichen ist für so einen Defensivspieler, wenn du halt eigentlich überhaupt nicht merkst, dass da jetzt ein anderer Spieler auf dem Feld ist. Also es hat mich schon sehr gewundert an dieser Stelle. Weiß man eigentlich mehr von der Verletzung von Abraham? Ist das was Größeres oder war das jetzt tatsächlich nur Vorsichtsmaßnahme? Na gut, die Verletzung ist nicht so schlimm gewesen, aber ich glaube, war das nicht sogar eine Muskelverletzung? Ich würde mal ganz kurz nachgucken, bevor wir dann, ich glaube, das war nichts Dramatisches, es war nur eine Muskelverhärtung, aber es ist insofern natürlich dann auch gut und du zeigst natürlich auch einem Spieler wie Tuta Vertrauen und bringst ihm gegenüber, wenn du sagst, okay, da gehen wir kein Risiko ein auf der einen Seite bei Abraham, weil wir haben ein Backup, der dementsprechend die Qualität hat, in die wir vertrauen und dann setzen wir Tuta rein. Das ist ein Statement tatsächlich auch. Ja, klar. Ja, finde ich auch sehr gut. Also vor allem, man hätte ja auch einfach, keine Ahnung, Ilsanker nach hinten ziehen können, der ja auch schon Innenverteidigung gespielt hat. Aber ja, man hat stimmt. halt gesagt, hey, wir haben einen gelernten Innenverteidiger mit Tuta und wir vertrauen dem. Und der geht aufs Feld. Und in gleichem Maße finde ich es auch gut, dass Hütter auch des Öfteren mal Ache einwechselt, zumindest für ein paar Minuten am Ende. Einfach, weil er ihm dadurch Spielzeiten gibt, so ein bisschen. Er sich schon ein bisschen einfinden kann und dadurch so am Team gehalten wird und nicht irgendwie der Reservist ist, der dann irgendwann, wenn sich Dost verletzt oder wer auch immer, einfach reingeworfen wird. Ich finde, das ist schon ganz gut gemacht, dass wenn sich's anbietet, dass da auch Ache manchmal reingeworfen wird. Und mir gefällt das sehr gut, wie die jungen Spieler so nah an der Mannschaft wie möglich gehalten werden. Ja, das stimmt. Finde ich extrem guter Punkt und ich finde super, dass du es ansprichst, denn die Tatsache, dass auch Ache jetzt nicht irgendwie auf der Bank versauert, sondern immer mal so ein paar Minuten Einsatzzeit bekommt, ne, das ist echt eine ganz coole Angelegenheit. Klar, da sind jetzt noch keine Mega-Akzente dabei, man merkt die spielerische Leichtigkeit, die ist in einer gewissen Art und Weise schon da, der wird dem Spieler auch irgendwann nochmal mehr guttun können, da bin ich ganz, ganz sicher. Aber ich finde es gut, dass sowohl Ache als auch Barkok immer mal reinkommen, Barkok hat auch schon mal länger gespielt, jetzt hat Ache ein paar Minuten mehr gespielt, die werden im Laufe der Saison sowieso noch zu ernsthaften Alternativen und müssen vielleicht einmal von Anfang an ran. Wir werden gleich über die Transfers sprechen, aber die Tatsache, dass sie halt die auch gezeigt bekommen, ich setze auf euch, ihr spielt auch mal für ein paar Minuten, finde ich eine coole Sache. Da geht es auch nicht nur darum, irgendwie ein bisschen ein paar Minuten von der Uhr zu nehmen. Ja. Das ist es genau, diese Bundesliga-Härte. Ich fand auch bei Acha, hast du gesehen, das ist einfach, das kriegst du nur über Spielzeit, ja, im Endeffekt diese Bundesliga-Härte, diese Körperlichkeit vielleicht auch in manchen Situationen. Natürlich kannst du das alles, ja, wie man so schön sagt, im Kraftraum und im Training irgendwie versuchen hinzubekommen. Auf der anderen Seite sind einfach so ein paar Bewegungen dabei, die du einfach aus der Spielpraxis dann hast, die dir dann vielleicht eine gewisse Stabilität auch bringen. Ich fand ein, zwei Szenen, da hat man einfach gesehen, da fehlt ein kleines Stückchen, um einfach diese ja, Startelf-Ambitionen eigentlich dann auch irgendwann anmelden zu können. Und das dafür braucht er einfach die Spielzeit. Und das finde ich auch super, dass da Hütter die Möglichkeit gibt. Ganz kurzer Nachtrag nochmal zu Abraham. Da ging es ja wohl, Hütter hatte wohl was gesagt von der Verletzung an der Oberschenkelsehne. Aber es ist wohl, dass da schon länger Probleme mit dem Oberschenkel sind und jetzt hoffen sie mal, dass das nicht zu lange dauert. Also, aber es ist wohl nicht nur eine Verhärtung. Also muss man okay, gut, dass du das nochmal nachgeguckt hast. Mir war das gar nicht mehr so genau bewusst. Gut, da wissen wir Bescheid und hoffen, dass das halt gar nicht so lange dauert. In Sachen Backups, da müssen wir nämlich gleich nochmal drüber sprechen, weil das ist natürlich durchaus ein Punkt, der sich dann ergibt. Aber grundsätzlich zu sagen ist natürlich, ja klar, wir sind jetzt relativ positiv und wir warten vielleicht auch mal gegen Bielefeld, nach Bielefeld
Bielefeld waren wir ein bisschen kritischer. Klar, so ist man denn gerade als Fan, aber es ist natürlich grundsätzlich erstmal schon eine positive Entwicklung. Auch hier müssen wir abwarten, wie es läuft nach der nach der Länderspielpause. Aber ich finde, am Ende muss ich sagen, ich hätte mit 7 Punkten hatte ich mir erhofft. Dementsprechend war ich ein bisschen sauer, dass gegen Bielefeld nicht die für mich sicheren 3 Punkte eingecasht wurden. Aber am Ende wurde ich auch wieder Lügen gestraft, weil das hat gepasst. Ne? Anders verteilt hat man halt gedacht. Genau. 7 Punkte, ne? Also so ist es tatsächlich. Also ich glaub, gehofft. 7 Punkte war schon das, womit man so positiv gerechnet hat. Tatsächlich die Verteilung wäre halt eine andere gewesen in meiner Wahrnehmung. Aber ich glaube, über den Saisonstart kann sich jetzt an der Stelle halt überhaupt keiner beschweren. Also gerechnet habe ich tatsächlich nicht damit, dass wir so gut reinstarten. Und auch, ich finde es ja krass, was wir auch für ein, ja, ich sag mal, positives Bild auch in der Bundesliga wieder abgeben, wie positiv auch über die Eintracht aktuell berichtet wird. Einfach weil es auch gerade diese zweite Halbzeit, was wir vorhin gesagt haben, das macht auch als neutraler Zuschauer, glaube ich, Spaß, das wieder sich anzuschauen. Gerade die zweite Halbzeit, die dann auch mit diesem Kampf, die dann auch mit dieser Bissigkeit, was ja auch immer schön anzuschauen ist. Also das ist einfach eine sehr, sehr angenehme Eintracht. Und Marvin, ich glaube, du hast gesagt, auch in anderen Gesprächen, wo wir auch schon mal ja gesprochen hatten, dass es einfach schön ist, wenn du jetzt ohne diesen Druck, ohne diesen totalen Amok in diese Länderspielpause gehen kannst. Jetzt kannst du dich erstmal sortieren, jetzt kannst du mal gucken, wie musst jetzt schauen, wie kannst du die Transfers noch einsetzen, was ist da noch los, was bringt dir, wer ist geblieben. Das ist natürlich eine super Sache, dass du da jetzt einfach nicht mit 0 oder 1 oder 2, 3 Punkten da rumeierst, sondern wirklich sagen kannst, wow, wir sind bis jetzt noch ungeschlagen und ja, ich denke, da kann man definitiv gut mitarbeiten. Ich würde auch mal ganz kurz nochmal, ja, auf jeden Fall, ich würde auch ganz kurz nochmal auf die statistische Komponente des Spiels eingehen, weil was mir halt hier auch gut gefallen hat, dass die Eintracht ja immer bemüht war, Torchancen zu erarbeiten. Ich glaube im Endeffekt, wie viele davon wirklich gefährlich waren, aber wir hatten irgendwie weit über 10 auch Torschüsse. Und wenn du dir anguckst, wie aktiv die Mannschaft auch war, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie zu irgendeiner Zeit wirklich müde waren. Ich habe jetzt eben auch nochmal geguckt, die Zweikampfquote war auch dementsprechend gut und 58%. Du hast gemerkt, sie nehmen den Kampf an, hier für eine Heimmannschaft. Und im Endeffekt, das ist auch interessant. Also vielleicht, das eine darf man vielleicht auch nicht überbewerten. Das ist immer so ein Bauspiel. Aber tatsächlich ist es auch so, dass keiner von der Eintracht irgendwie jetzt großartig Respekt hatte, weil jetzt Hoffenheim kommt, nur weil die Bayern letztes Jahr letzte Woche weggefiedelt haben. Ja. Das war komplett egal. Auch für mich ein gutes Statement. Und selbst mit dem Rückstand, was die Patricia vorhin gesagt hat, selbst mit dem Rückstand eigentlich dann gesammelt und weitergemacht. Und das ist wichtig. Und das ist eine richtig gute Angelegenheit. Auf jeden Fall. Ja. Das ist vollkommen korrekt. Ja, und dann folgte auf Hoffenheim und dann doch das entspannte Restprogramm des Fußballwochenendes. Das Highlight des Jahres wahrscheinlich, der Redline Day. Und der war dann gar nicht mehr so highlightvoll, weil an dem Tag nicht mehr ganz so viele Transfers passiert sind. Ja. Zumindest auf der Eintracht-Seite. Das meiste war davor. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass Renault wahrscheinlich auf dem Weg Richtung Schalke ist und wir im Tausch Schubert bekommen. Das hat sich ja dann auch über die Woche bestätigt, dass das so ist. Das war also schon davor. Dann die Verpflichtung von Armin Younes war, wann haben sie die veröffentlicht? War die also kurz vor Spiel. Geil ist da. Kurz vor Spiel. Mega, ne? Guter Moment tatsächlich. Lass uns doch mal ganz kurz dabei bleiben, weil ich finde, auch das ist natürlich taktisch gut gewählt. Ja. Du gehst von einem Spiel, wo du auch schon eh denkst, okay, jetzt können wir hier vielleicht was erreichen, aber wir müssen mal sehen, wie es läuft. Aber dann machst du das direkt vor, machst du mehr oder weniger direkt vor Anpfiff. Patricia, das hat dich wahrscheinlich auch ein bisschen mitgenommen, weil ich glaube, Armin Younes ist tatsächlich ein Name, den kennt man und wo man dann auch sagen würde, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, oder? Ja, ich finde, das ist ein ziemlich geiler Transfer sogar. Also es ist jetzt nicht der Transfer, dass man sagt, wow, das zündet mich vielleicht komplett an. Aber schon, also mich hat das schon sehr, sehr beeindruckt, dass man so einen Spieler bekommt. Einfach, weil der auch sehr, sehr flexibel einsetzbar ist und das für unser Offensivspiel ja gerade ziemlich wichtig ist. Was mich halt beeindruckt hat, ist auch, dass man da scheinbar sehr, sehr gut verhandelt hat und der Spieler dann auch bereit war, auf Geld zu verzichten, wahrscheinlich auch nicht unerhebliche Summen, um bei der Eintracht zu spielen. Und das zeigt dann schon einiges. Also der hat Bock auf die Eintracht und das ist, glaube ich, auch mit das Wichtigste.
Ja, es ist ja genau dieses zweischneidige Schwert, beziehungsweise, das ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist im Endeffekt das, die Tatsache, dass mehrere Sachen hier tatsächlich zusammenkamen. Ne? Auf der einen Seite Armin Younes, der offenbar wirklich auch eine große Motivation hat, für die Eintracht zu spielen. Natürlich jetzt aber auch, ne, jetzt natürlich mit einer extrem relaxen Situation. Ne? Du spielst jetzt bei einer Mannschaft, die plötzlich auch wieder relativ weit oben spielt, die letzten Jahre Kontinuität bewiesen hat, das muss man auch mal sagen. Wir vergessen es immer in der kurzfristigen Betrachtung, was ganz klar ist, weil wir immer im Jetzt, hier und jetzt leben. Aber die letzten Jahre der Eintracht waren extrem erfolgreich und dementsprechend sind die aber auch für Spieler, die vielleicht wieder auf dem Sprung stehen könnten, wenn sie konstant an sich arbeiten, dass sie auch mit der Eintracht das nächste Level wieder erreichen, was eine super Angelegenheit ist. Und das ist das eine, aber zum anderen ist es halt auch tatsächlich so, dass man das mit dem SSC Neapel aber auch Kräfte zusammengewirkt haben, die du sagen musst, okay, wir haben diesen Deal nur finalisieren können, weil der SSC Neapel auf eine Leihe insofern, beziehungsweise auf den Betrag, den die Eintracht entrichten müsste, verzichtet hat, was eine super Sache ist. Wie oft müssen wir Leihgebühr zahlen? Wie oft müssen andere Vereine auch uns Leihgebühr zahlen? Und darauf zu verzichten, nur damit wir halt auch einen Teil des Gehalts einnehmen, beziehungsweise ausgeben und dementsprechend die Verteilung so ist, damit alles passt, das muss ich sagen, ist eine herausragende Sache. Deswegen hat ja Freddy Bobic auch De Laurentiis, den Präsidenten, dann gelobt. Ja, also ja, schon genial. Grandioser genial. Deal. Erstmal, wie du schon sagst, du hast keine zusätzliche Gebühr an der Stelle. Dann hast du halt auch die Leihe über 2 Jahre. Also der Spieler hat halt auch die Möglichkeit, wirklich hier eine Entwicklung zu machen. Und du hast halt nicht so irgendwie den Druck, dass der Spieler in dem ersten Jahr irgendwie zünden muss, weil du hast ihn halt nur in dem ersten Jahr. Und du hast halt noch eine Kaufoption hinten dran, die, so wie ich das verstanden habe, jetzt auch nicht so total Banane ist. Ja. Also ist schon, glaube ich, so vom Vertragskonstrukt im Sinne der Rahmenbedingungen, die du in diesem Transfer Sommer hast, schon ein guter Deal, den du da rausholen kannst. Ich glaube, das ist sogar ein ziemlich perfekter Deal, weil du hast 2 Jahre, die du ihn leihst. Und danach musst du dir erst Gedanken machen, verpflichte ich ihn fest. Ja. Überleg mal, wie die Halbwertszeit von Spielern generell eigentlich bei Vereinen ist. Die ist tatsächlich bei 2 Jahren, keine Ahnung, das mag mir subjektiv vorkommen, aber die ist ja auch ungefähr in diesem Niveau. Ja? Und wenn wir dann merken, okay, es läuft super, dann können wir noch weiter mit ihm gehen, wenn er bis dahin wieder in der Nationalmannschaft spielt. So, ja, müssen wir mal sehen, ja. Aber ich meine, das ist für 2 Jahre. Du gibst ihm auch erstmal genügend Zeit. Das ist, glaube ich, das muss auch unser Credo sein. Ich meine, ich bin total hyped. Die Patrizia hat es eben gesagt, die war freudig. Ich muss echt sagen, das ist für mich ein geiler Transfer. Ich habe heute die Pressekonferenz in Auszügen geschaut von ihm, wo ich auch das Gefühl habe, dass haben wir einen motivierten, einen sympathischen Kerl, der im Gegensatz zu vielen Leuten in der Fußballwelt noch einigermaßen auf dem Boden geblieben ist. Das hat mir ein positives Gefühl vermittelt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, wir müssen erstmal sehen, wo er seinen Platz findet, wie er sich einfindet. Und dann haben wir vielleicht früher als gedacht dann schon ein paar Wunderwerke von ihm. Aber selbst wenn es die erste Zeit nicht läuft, wir haben ganz andere Spieler, bei denen wir heute noch auf den Break warten. Insofern müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, für die Eintracht ist das eine Mega-Verpflichtung. Und wie Patrizia halt auch schon gesagt hat, er ist halt auch extrem flexibel einsetzbar. Also der kann ja sowohl links als auch rechts außen als auch tatsächlich auf dieser Zehner-Position. Also der kann ja quasi von diesem kompletten offensiven Mittelfeld, kann der ja alles bedienen. Also du bist natürlich damit auch unwahrscheinlich flexibel. Du hast dann einen Kostic, du hast den Name hier einfügen. Was der andere, den wir letzte Woche geholt haben, ich komme auf den Namen. Achso, du meinst Rustic beispielsweise. Rustic, danke. Ne? Aber der ist natürlich auf der anderen Position. Ne? Ja, aber du hast halt einfach viel mehr Möglichkeiten auf diesen Außenbahnen in der Mitte, wo du halt auch mal rotieren kannst. Also das, was wir auch so ein Stück weit ja gefordert haben, dass wir da so ein bisschen so ein bisschen unausrechenbarer, so ein bisschen flexibler sein müssen, kriegst du natürlich durch so einen Spieler einfach auch in den Kader rein. Genau. Ja, so und ist du es, hast ja tatsächlich jemanden, der nicht nur rennen kann. Also ja, er ist ja auch technisch sehr gut, ja, kreativ unterwegs. Und das ist ja das, was uns auch zu Teilen noch gefehlt hat. Okay, Kamada macht das jetzt einigermaßen gut, aber wer weiß, der bricht vielleicht auch ein über die Saison. Ich meine, das ist jetzt noch, ja, relativ fragil, würde ich sagen. Also man weiß halt nicht, wie lange er jetzt auf dieser Welle schwimmt oder ob das jetzt schon sein Niveau ist. Da weiß man, okay, wenn er sich verletzt, wenn er einbricht, hat man
auch da eine Option, die sofort weiterhelfen kann. Das ist richtig. Und gibt vielleicht auch Kamada ein bisschen Flexibilität. Einerseits dieser Kampf natürlich um die Position, aber auch, du probierst natürlich dann auch, wenn sich die Mannschaft von sich aus schon aufstellt, weil du im Endeffekt weißt, okay, damit wir ein bisschen Kreativität haben, müsste Kamada auf der Position spielen, wenn wir das haben wollen. Das ist ja immer, wo wir eigentlich auch immer gesagt haben, ach du Jemine, das ist so das Schlechteste, was passieren kann, wenn sich der Kader von alleine aufstellt und du eigentlich keinerlei Flexibilität hast. Deshalb stimme ich da euch allen Ausführungen, die ihr vorher gemacht habt, voll und ganz zu. Er bringt eine gewisse Flexibilität mit, er bringt eine gewisse Klasse mit. Ob er die sofort abrufen kann oder nicht, da habt ihr ja schon richtig gesagt, 2 Jahre ist schon mal super. Er ist auch erst 27, da heißt, er hat auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial vielleicht nach oben und ist dann auch nicht so, dass man sagt, oh Gott, hier der letzte Vertrag, der dann vielleicht noch gemacht werden muss und so weiter und so fort. Also prima Sache. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch diesen Konkurrenzkampf vielleicht jetzt in dem gesamten Kader, wo du auch merkst, okay, ein Kamada sitzt, klar, der hat jetzt eine Vertragslänge und so weiter, also nicht ganz so fest im Sattel und sich auch dann reinhängt. Und das hoffe ich auch. Vielleicht wird er auch nochmal an der Position eingesetzt. Kamada rotiert dann vielleicht jemand anderes mal raus. Er rückt vielleicht ein bisschen weiter zurück. Ja. Wir spielen ein anderes System anstatt diese Doppel-6, die wir manchmal dann, wo wir auch schon gesagt haben, ist das immer so das beste Mittel und so weiter und so fort. Also ich erhoffe mir tatsächlich, dass vielleicht im Generellen sich ein bisschen was umstellt. Und wenn wir dann wieder zum Thema Transfers kommen, muss sich ja vielleicht auch dann zwangsläufig immer mal wieder was ändern oder zumindest ein weiteres System an, weil so, ja, ich sag mal, breit aufgestellt im Sturm sind wir ja dann doch nicht. Ja. Wie wir es uns vielleicht erhofft hätten. Das ist da ein bringt er ja schon noch ein bisschen was rein. Genau, das ist dann so ein bisschen dieses Trostpflaster oder das weinende Auge bei diesem Redline Day, dass wir keinen weiteren Stürmer verpflichtet haben. Das heißt, wir haben Silva Dost als den Nummer 1 Sturm und wir haben Ache dahinter und dann ist schon wieder relativ Schicht. Ja, das ist wahrscheinlich, was du da vollkommen richtig ansprichst, das Manko, wo man vielleicht auch sagen muss, dass es vielleicht Verhandlungen gab, die nicht zum Ende geführt werden konnten. Da kann ich mir sogar auch tatsächlich relativ viel vorstellen, wo es vielleicht an der einen oder anderen, das hört sich jetzt so lapidar an, wenn die meisten von uns, inklusive mir, niemals irgendwie 1 Million verdienen würden im gesamten Leben. Aber da hat es vielleicht an der einen oder anderen Millionen pro Jahr irgendwie gehakt. Ja, wir wissen es nicht genau. Ja, das sind dann im Fußballkontext gar nicht, wird es gar nicht so viel Geld. Aber das kann sein, dass es an Nuancen gehakt hat. Und jetzt gehst du mit den 3 Stürmern, die du eben schon benannt hast, wirklich in die Runde. Tatsächlich muss man auch ganz kurz sagen, wir reden hier über eine Transferperiode, wir haben sie jetzt bis zum 5. Oktober gehabt, sie fängt am 2.1.2021 schon wieder an, das sind knapp 90 Tage, also das heißt, du musst 90 Tage mit dieser Stürmeranzahl in nicht mehr 3, sondern nur noch 2 Wettbewerben klarkommen. Das kann man packen, wir wissen natürlich um die Verletzungsanfälligkeit gerade eines Bastos, da können wir hoffen, dass das gut läuft. Ansonsten, da hat ja Dennis Wichtiges angesprochen, müssten wir vom System her ein wenig umstellen. Hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Kamada, der auch schon hängende Spitze mal gespielt hat, vielleicht dahin wieder rückt. Das sind Optionen, dass wir vielleicht die Mittelfeldposition klarer besetzen müssen, dass die außen, links außen, rechts außen eine offensivere Position übernehmen. Das müsste man sehen, aber eine Systemumstellung wäre dann ganz klar, denn wir wollen auch auf der anderen Seite Ache vielleicht nicht zu viel aufbürden, dass er dann in wichtigen Spielen schon derjenige ist, bei dem wir alle hoffen, dass er die Tore macht. Da tut ihm die Joker-Funktion vielleicht ja gar nicht so schlecht. Zumal wir ja auch, da müssen wir halt auch ehrlich sein, wir können halt auch diese Erwartungshaltung an ihn nicht stellen, weil es ist halt auch sein erstes Jahr in der Bundesliga, erste Jahr bei der Eintracht. Also wir dürfen jetzt nicht erwarten, nur weil er der 3. Stürmer da an der Stelle ist, dass der jetzt halt einfach 5 Buden das Jahr macht. Das ist halt total illusorisch. Das kann gut gehen, aber das ist, darf nicht die Erwartungshaltung hinten dran sein. That's it. Und da müssen wir tatsächlich rückt dann Daichi Kamada, der wie gesagt schon hängende Spitze auch bei der Eintracht schon gespielt hat, eher in das Zentrum der Betrachtung. Das kann ich mir da durchaus besser vorstellen. Aber es ist halt so, Patricia, ich glaube auch für dich wäre das eigentlich, wir haben die ganze Zeit so ein bisschen gehofft, ne? Wir haben die ganze Zeit ja tatsächlich schon noch gedacht, vielleicht passiert ja noch was Last-Minute-mäßig. Jovic hatten wir uns letzte Woche schon mal kurz mit mehr als angefreundet. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, ne? Ja, das ist auch, was ich mir so als quasi einziges Manko an dieser Transferperiode jetzt aufgeschrieben habe quasi. Es ist halt kein Stürmer gekommen und ja, wie gesagt, das kann eng werden. Man hat aber auch Lösungen. Also wie gesagt, hängende Spitze, du stellst halt ein bisschen um, wenn es nicht anders geht.
Und ich glaube, es ist zu verkraften, wenn man bedenkt, dass halt das nächste Transferfenster jetzt schon bald ansteht. Ich bin auch mal gespannt. Wir haben ja jetzt zum Beispiel einen Willems im Kader, von dem wir nicht gedacht hätten, dass er bleibt, glaube ich. Stimmt, stimmt. Ja. Der wird jetzt auch erstmal nicht fit werden. Ich glaube, Anfang November frühestens oder so. Das war der Tipp. Das Ding ist halt, kannst du auch gucken, kannst du mit einer Viererkette vielleicht spielen, wenn du jetzt einen Linksverteidiger hast, weil das kann er gut. Also ich will ihn halt einfach nicht im zentralen Mittelfeld sehen, ansonsten habe ich überhaupt nichts gegen diesen Spieler. Ja. Oder er verlässt uns im Winter, wer weiß. Also vielleicht soll er auch einfach bei uns fit werden und dann holt ihn jemand im Winter, wer weiß das schon. Ja, das ist eine sehr gute Personalie, die du ansprichst, weil ich hatte dann auch die ganze Zeit gedacht, okay, ja, was ist denn jetzt los, ne? Wechselt er noch, wechselt er nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, seine Fitness lässt wahrscheinlich auch, sagen wir mal realistisch, wahrscheinlich wäre er aktuell durch gar keinen medizinischen Check gekommen. Wahrscheinlich, ne? So ist es ja. Ja, das heißt natürlich weiß er auch, okay, jetzt werde ich mal richtig gesund und das ist natürlich blöd, aber das Ding ist, Jethro Williams kennen wir als Spieler halt vom Hören und Sagen, bevor er zur Eintracht gewechselt ist, oder von gelegentlichen Spielen ja schon Ewigkeiten. Der Typ ist aber auch erst 26. Das heißt, wenn der jetzt lieber richtig fit wird und dann im Winter überlegt, okay, gibt's noch mal ein Angebot, gibt's noch mal eine Möglichkeit? Ich denke, nach seinem guten Outing bei Newcastle gibt's bestimmt die eine oder andere Option zu sagen, okay, ein Premier Ligist, wir brauchen, und ich denke, dass wir Premier Ligist, das kennen wir, wenn du dir der mittelmäßige Fußballspieler dort anschaust, weißt du auch, das ist auch nicht alles so mega geil tatsächlich, ja. Also da gibt es gute Möglichkeiten für ihn. Jetzt ist er aber da und am Ende kann es aber trotzdem sein, dass wir den für 2-3 Spiele brauchen und froh sind, dass er da ist, weil er hat ja auch für die Eintracht schon wichtige und auch gute Spiele gemacht. Ja, aber ansonsten finde ich, wir haben ja jetzt so ein bisschen über den Haken der Transferphase jetzt gesprochen, aber ansonsten kann ich da fast nur Positives sagen. Ich meine, wir haben den Kader punktuell dort verstärkt, wo wir ihn verstärken wollten, außer im Sturm. Wir haben jetzt einen kreativen Offensivspieler, wir haben ja, vielleicht keinen richtigen Rechtsaußen. Ja, doch, Younes kann das jetzt machen. Das sind ziemlich clevere Deals sogar zum Teil. Auch, dass du Pacencia Schalke angedreht hast für 10 Millionen, falls die jetzt in der Liga Klasse bleiben. Halten. Hm. Und falls die am Ende Kohle haben, ja. Im Endeffekt alle Leistungsträger halten, was für mich das Krasseste ist, weil ich damit nicht gerechnet habe. Also einen habe ich schon gehen sehen, wer auch immer das jetzt gewesen sein soll, aber Kostic, Hinteregger, Trapp, irgendwen habe ich gehen sehen und das ist nicht passiert und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, die Leistung, die noch mit am höchsten anzurechnen ist für das komplette Gefüge rund um Bobic, dass man da tatsächlich dann den Kader im Gro so gehalten hat und da, wo, wie du schon gesagt hast, wo so die Lücken waren, sie mehr oder weniger halt eben so wie es sein muss, alt gefüllt hat. Ja, ist es denn tatsächlich nicht so, Dennis, dass wir hier zu einer Art smarten Deal, zu einer Art Smartheit wieder zurückgekehrt sind, die wir vielleicht im letzten Transfersommer so ein bisschen vermisst haben, dass wir jetzt nicht mehr ganz nach oben schauen, sondern mal gucken, was macht Sinn und was ist irgendwie eine smarte Perspektivlösung? Geh ich voll mit. Also die Aussage 100%ig d'accord, es ist wirklich ein Problem, fand ich, den Leuten zu erklären, warum macht die Eintracht jetzt eigentlich geilere Transfers in der super schwierigen Phase als in der Saison, wo angeblich ja so viel Geld da war und so weiter und so fort. Mhm. Ihr habt es schon richtig angesprochen mit Younes, diese Wechsel, diese Tauschgeschichte, die billige Ablöse für Silva mit Wechsel für Ante und so weiter und so fort. Also man hat das Gefühl, die Eintracht kehrt wieder zu ihrer Pfiffigkeit zurück und macht da die Mega-Deals. Das Einzige, ein Punkt, den ich, ich sag mal, da wurde ich drauf angesprochen, mir ist das gar nicht aufgefallen, da hatte ich jetzt nochmal nachgeschaut, der Bundesliga-Kader, und zwar der Kader im Bundesliga-Vergleich, und zwar im Durchschnitt das durchschnittliche Alter der eingesetzten Spieler, da ist die Eintracht mit Abstand die älteste, also mit Abstand die älteste mit 28,32 Jahren, das ist schon wirklich mal eine Zahl, da habe ich erstmal gedacht, okay, was haben denn die anderen so? Also es ist das tatsächlich. Bezieht sich aber nur auf die eingesetzten Spieler, also auf nicht die auf eingesetzten den Kader Spieler. In Summe. Okay. Genau. Und da ist jetzt natürlich mit Stuttgart 24,68 Jahre, der 17. ist Schalke mit 27,5, also ein Jahr Unterschied. Man merkt schon, der Kader bei der Eintracht ist schon, ich sag mal, wenn man es nett sagt, erfahren.
da sehe ich auch so ein bisschen Probleme drin, weil wir haben es schon richtig gesagt, mit ja, Abraham mit 34, Hasebe mit 36. Abraham ist Hasebe, wenn du Hasebe auswechselst, sinkt halt auch der Altersschnitt direkt um 2 Jahre. Ja, aber ist das trotzdem klar, ein guter Punkt vom Dennis? Denn was schwingt denn konkludent, könnte man fast sagen, mit? Da schwingt die Tatsache mit, dass du natürlich, du hast so eine alte Tiger-Innenverteidigung mit Abraham und Hinteregger zum Glück nicht. Und Hasebe, das ist aber auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit, die da mitschwingt, ne? Naja, Verletzungsanfälligkeit und natürlich auch so dieses Thema der Frage, wie lange kann halt wirklich oder wie konstant kann halt Leistung auf hohem Niveau da tatsächlich gebracht werden? Das sind halt, ist halt schon so ein bisschen vielleicht die Thematik, dass du halt gerade die ältesten Spieler auf einer der wichtigsten Positionen, nämlich in der Verteidigung halt hast. Ja, also momentan funktioniert es noch gut, aber Genau, da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, haben wir alles richtig gemacht, auch in Transferregionen, Innenverteidigung und so weiter? Ich denke, wir müssen uns keine Sorgen machen, zumindest zum aktuellen Stand nicht. Mit den Dicker und so weiter sind ja wirklich noch starke, Tuta, ihr habt es schon richtig gesagt, der im Endeffekt ja eine super Leistung gebracht hat. Man muss einfach schauen, an den Stellen, und da bin ich voll bei euch, wir haben im Endeffekt einen genialen Kader eigentlich gehalten oder die Kaderstruktur, die wichtigen Spieler, wo ich auch eigentlich fest überzeugt war, dass der ein oder andere leider gehen wird, gerade weil ständig gesagt wird, wir haben kein Geld, wir müssen erst Abgänge, damit wir überhaupt wieder was Neues verpflichten können. Muss man wirklich sagen, war smart, war gut. An der einen oder anderen Stelle hätte man sicherlich noch einen gerne gehabt, Sturm, und vielleicht auch noch in der Abwehr, einfach damit man diese Gefahr, dass so Spieler wie ein Abraham, aber was kostet das dann wieder, so jemanden wirklich nicht nur in der Breite den Kader, sondern wenn wirklich punktuell zu machen, kann man verstehen, dass es schwierig ist. Im Großen und Ganzen bin ich auch sehr zufrieden. Das ist eigentlich, Marvin, um deine Frage einfach zu beantworten, ja, das ist wirklich alles sehr, sehr smart und sehr, sehr pfiffig gelaufen. Und 90 Tage ist jetzt auch irgendwie ein Zeitraum, den man rumbekommen wird. Und das Potenzial ist aber wahrscheinlich, wenn wir gar nicht groß am Wintertransfermarkt teilnehmen. Also denke ich, vielleicht mit dem Sturm nochmal, muss man gucken, aber ja. Das kommt wahrscheinlich echt maßgeblich darauf an, inwiefern sich dann Leute verletzt haben oder halt nicht, ne? Oder ob vielleicht jemand weg will, wie Jethro Willems. Und ich hoffe tatsächlich, dass es jetzt genauso bleibt, wie die Patricia gesagt hat, was jetzt schon im Sommer war, dass die Säulen, ne, der aktuellen Eintracht mit Hinteregger, mit Touré, jetzt könnte einer werden, aber ich meinte Kostic. Kostic. Mhm. Und dass das so bestehen bleibt, das hoffe ich, ja. Auch Trapp ist geblieben, was auch wichtig ist. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz über diese Personalie sprechen. Ich denke, dass mit Trapp das alles früh klar war. Trotz der Gerüchte fand ich ein klares Statement. Renault ist in der Gegenseite dann zu Schalke gewechselt. Ist tatsächlich eher so ein Deal gewesen, wo ich das Gefühl hatte, dass es eher für Renault war, für eine treue Leistung, auch gerade als Zweiter immer wieder reingekommen, ist ja dann doch eine gute Leistung gezeigt. Er spielt jetzt wahrscheinlich, wird er jetzt sich doch auf die Nummer 1 setzen bei Schalke. Wir haben eine Nummer 2 mit Markus Schuber verpflichtet, der von Schalke auch kommt, Junioren-Nationalspieler gewesen, die komplette Juniorenabteilung ja auch der Nationalmannschaft mitgemacht hat. Also ich glaube, auch da sind wir gut besetzt, aber trotzdem kleine Frage an dich auch mal, René. Du bist ja auch einer derjenigen, von denen ich die Stimmen ja logischerweise noch nicht gehört habe. Reicht es dir mit den 2 Torhütern oder bekommst du da jetzt so ein bisschen Magenschmerzen? Ist natürlich immer eine schwierige Thematik an der Stelle. Ist immer auf der einen Seite, wenn es halt alles gut läuft, spielst du das ganze Jahr eigentlich mit dem einen Torwart durch und musst da halt dir über Wechsel jetzt sowieso keine Gedanken machen, es sei denn, du bist halt irgendwie, spielst in irgendwelchen komischen Pokal, die halt irgendwie keinen interessieren. Aber ansonsten hast du im Regelfall da die eine Position, die halt irgendwie durchspielt. Von daher hast du da jetzt nicht so dieses Rotationsthema. Ist natürlich blöd, wenn dein Stammkeeper sich verletzt, was ja doch auch irgendwie immer drin ist. Also ich sag mal, ich kriege da jetzt keine absoluten Bauchschmerzen, wenn wir da jetzt tatsächlich nur 2 Torhüter haben, weil ich die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide jetzt irgendwie verletzen und man dann irgendwie mit Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5 irgendwie agieren muss, kommt vereinzelt vor, aber sehe ich jetzt auch nicht so als die wahrscheinlichste Situation.
wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, verletzen sich nächste Woche beide im Training und wir stehen und dann muss irgendwie, weiß ich nicht, wer ist der kleinste Spieler, den wir haben? Das wäre Willems wahrscheinlich, ne? Da muss dann irgendwie der kleinste Feldspieler ins Younes jetzt ja, vielleicht mit 1,68. Ja. Ja. Ja, dann doch vielleicht lieber Chor im Tor oder so. Da haben sie wenigstens ein bisschen Angst, wenn es ums 1 gegen 1 geht. Aber hast du da wirklich Angst, dass das passieren kann? Weil das ist für mich sowas, das geht mir komplett fern. Weil Wiedwald als 3 braucht doch kein Mensch, muss man doch wirklich sagen. Wiedwald, netter Typ und so weiter. Ja, aber das ist. Wäre ihm gegenüber halt auch nicht fair gewesen, ihn dann da jetzt als Torhüter Nummer 3 auf der Bank sitzen zu lassen, der wahrscheinlich in den nächsten, weiß ich nicht, 20 Jahren nicht zum Einsatz kommt, außer halt jetzt wirklich vielleicht bei irgendeinem Charity-Kick oder irgendwas. Also von daher, ich finde 2 Torhüter an der Stelle schon gut. Und ich finde auch, dass wir mit den 2 Torhütern, die wir da haben, du hast es gerade eben gesagt, Schubert Junior, Nationaltorhüter, auch eine solide Nummer 2 haben, wo ich jetzt auch nicht direkt irgendwie das Flattern kriege, wenn der im Tor steht. Also von daher bin ich da absolut. Siehst du das anders, Marvin? Siehst du das anders? Ach, es kommt ein bisschen drauf an, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, dass die beiden Torhüter 1 und 2 auf jeden Fall extrem gut sind. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es dir anders geht, Patricia. Ich habe den Juniorentorhüter, den beispielsweise auch Phil gestern genannt hatte, der kenne ich den Namen, habe den aber in den U19 beispielsweise noch nicht spielen sehen. Dementsprechend kann ich über sein Leistungsvermögen nicht seriös urteilen. Und weiß halt nicht, ob er dann tatsächlich derjenige ist, der jetzt von einigen als fester dritter Torwart jetzt schon angesehen wird, was natürlich klar ist. Denn in der Regel, und wenn alles gut läuft, dann verletzt sich da halt auch keine 2, dass das irgendwann mal zu einem Konflikt wird. Wir haben es aber in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass plötzlich Wiedwald und nochmal Zimmermann gespielt haben, obwohl wir halt eigentlich 2 andere dastehen hatten. Also es ist kann schon mal passieren, aber normalerweise gehe ich schon mal davon aus, dass wenn es irgendwann so kommt, dann sitzt da Elias Burton halt mal auf der Bank. And that's pretty much it. Ich weiß nicht. Aber bei mir schwingt immer so ein bisschen die Grundangst mit. Deswegen gucke ich auch erstmal auf die Tabelle und schaue, wie viele Punkte wir haben. Und ich zähle jetzt, dass wir nur noch 33 haben. Noch 33, brauchen. Ja. Ja, also ja, insofern, genau. Das bin halt einfach so. Sehr gut. Patricia, wie ist das bei dir? Ja, ich kenne das mit der Angst im Generellen, wobei ich jetzt irgendwie auf der Torwartposition ehrlich gesagt ziemlich entspannt bin. Also ich denke jetzt, der Unterschied, ob wir jetzt einen Wiedwald oder einen Börtner da haben, ist jetzt ohne ja, respektlos zu sein oder so, ist ehrlich gesagt nicht entscheidend, würde ich sagen. Vor allem, weil ja sowieso erstmal sehr unrealistisch ist, dass überhaupt einer der dritten Torhüter zum Einsatz kommt. Ja. Aber sollte es so sein, denke ich mal, ja, ne? Also ob da jetzt Börtner spielt oder Wiedwald, mache ich mir bei beiden wahrscheinlich gleich viel Sorgen im Endeffekt, ob es jetzt ein junger Torwart ist oder Wiedwald, der halt hin und wieder schon seine Wackler hatte. Und ansonsten halt mit Trapp auf der Nummer 1 ist ja keine Diskussion. Und Schubert, hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, halte ich für ein Talent, hat auch schon Bundesligaspiele gemacht für Schalke, hat auch gar nicht so schlecht gespielt zum Teil. Von daher, wenn der da mal zum Einsatz kommen sollte, warum nicht? So. Wobei man ja auch dazu sagen muss, wie wir ja an diesen 3 Spieltagen gelernt haben, dass man Bundesligaspiele für Schalke gemacht hat, ist jetzt auch kein Qualitätsmerkmal mehr heutzutage. Ja, es ist aber auch nicht, man kann es auch niemandem übel nehmen, wenn man ein schlechtes Spiel für Schalke gemacht hat, weil, naja, die Umstände lassen es auch nicht anders zu. Ja, das ist halt genau der Punkt. Ein Punkt noch zu der Torwartsache ist natürlich, du hast natürlich dadurch ein bisschen Gelder im Kader freigemacht. Ne? Auch ein Wiedwald wird seine, was weiß ich, keine Ahnung, 600.000, ich habe keine Ahnung, was so ein Torwart verdient, gekostet haben, den du natürlich irgendwo anders wieder reinstecken kannst. Also ich finde, das Risiko, was wir jetzt hier eingehen, dadurch, dass wir vielleicht mit Börtner spielen müssen, ist auf jeden Fall natürlich, finde ich, gut kalkulierbar und dann gerne lieber das Geld, was im Endeffekt da gebunden gewesen wäre. Und ich weiß nicht, ob Renault selber wie ein Schubert verdient. Vielleicht haben wir da auch noch den einen oder anderen Euro. Haben wir auch noch, definitiv haben wir noch ein bisschen. In was stecken können. Das ist doch eine Sache. Und wenn es dann dazu geführt hat, dass wir einen Younes verpflichten können, dann gerne, muss ich wirklich sagen. Also lieber dritter Torwart weg und vorne ein bisschen mehr Flexibilität. Es wurde ja anscheinend hart kalkuliert und geguckt und
da finde ich, ist das okay. Also ich hoffe, bitte steinigt mich nicht, wenn es jetzt wirklich so ist und wir in den nächsten Wochen dann tatsächlich mit nur noch Börtner oder wem auch immer spielen müssen. Im Moment aktuell, die aktuelle Lage, die aktuelle Informationslage zwingt mich zu der Aussage, ich glaube, es war wirklich auch an der Stelle wieder ein smarter und sehr pfiffiger Deal, das so zu machen. Liebes, wie oft du jetzt pfiffig sagst, ich fühle mich gerade echt noch viel älter eigentlich. Also, pfiffig ist halt auch echt so ein Wort, was echt nur Leute nutzen. So die Oma, uralt. Die Oma hat jetzt, hat jetzt eine rosa Strähne, das ist eine pfiffige Frisur. So. Ja, das heißt so ganz genau. Ja, ja, ja. Okay, der ja, große ja, man wird nicht jünger, Marvin, man wird nicht jünger. Nee, nee. Aber du hast natürlich recht. Also, ja, sorry, nicht gefolgt von Flippig auch. Flippig, oh ja, flippig. Je, Mini. Yeah. Flippig ist auch nicht schlecht, ja. Flippig, keck. Also, da merken wir schon, ja. Da ist einiges in unserer Wortwahl drin. Ich finde, Dennis, du sprichst sowieso einen guten Punkt an. Also, im Endeffekt haben wir ja in den Sachen Verschlankung unseres Kaders einige Coups gelandet. Ich denke, das kann man durchaus mal so sagen. Und da hat Freddy Bobic, dem gebührt da auch aller Respekt. Also Simon Verlet beispielsweise, ein sehr sympathischer, cooler Spieler, der jetzt gegangen ist, der jetzt zu Hannover 96. Ich glaube, der wird eine wunderbare Rolle bei Hannover 96 spielen. Ein Spieler, der schon über mehrere Monate, auch Jahre bei der Eintracht immer wieder gezeigt hat, in Spielen beispielsweise gegen Chelsea, dass er eine Qualität hat. Ja. Und also das ist schon cool. Und wenn der irgendwie motiviert ist und Hannover echt aus ihrem ja ewig taumelnden Strudel mal rauskommt, kann das echt eine coole Nummer sein. Ich finde, das ist echt smart gewesen. Ich hatte auch so Leute, wo ich ja eigentlich nicht gedacht habe, dass die nochmal aus dem System rauskommen, wie halt Wiedwald. Ich hatte auch gedacht, dass Wiedwald gefühlt die nächsten 5 Jahre irgendwie der dritte Torhüter wird. So, aber hat er nochmal Bock gehabt, will auch nochmal in der ersten Liga beim FC Emmen spielen, in der Ehrendivision, dann ist es doch eine coole Angelegenheit. Ja? Und also ich finde, das ist echt grundsätzlich gut gelöst. Ein paar Leute hast du nicht wegbekommen. Ne? Wir haben ja eben schon über Willems gesprochen, aber auf der anderen Seite so Cetin, Spieler, die halt leider echt irgendwie nicht keinen Markt mehr haben. Ja, was soll man dazu sagen? Aber ansonsten war es trotzdem eine gute Sache. Ja, auf jeden Fall. Also der Kader wurde ja schon auch radikal ausgedünnt, würde ich sagen. Was ja dann auch dazu führt, dass du finanziell mehr Spielraum hast. Also wenn du viele kleine Gehälter einsparst, bringt das dir ja auch schon was. Und die, vor allem auch, wenn wir nochmal auf das Alter der Mannschaft kommen, ich habe das Gefühl, das soll sowieso mittelfristig jetzt gelöst werden, weil wir ja auch recht viele junge Spieler haben, die wir noch weiter verliehen haben. Also jetzt Joveljic zum Beispiel hat beim Wolfsberger AC ja wohl auch jetzt, hat einen Doppelpack gemacht, Hattrick, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich was gelesen, dass der da ja, auf jeden Fall getroffen hat. Richtig. Okay, sehr gut. Und das ist ja dann auch schon schön zu sehen, dass die zum Einsatz kommen, dass sie auch sich wahrscheinlich weiterentwickeln. Das hat man ja auch gesehen bei Kamada, bei Tuta, die jetzt auch Einsätze bekommen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, die man da fährt, auch mit Hinblick auf die schwere Zeit jetzt mit Corona. Ist, glaube ich, das Beste, was du machen kannst, einfach ja, da ein bisschen auf deine Finanzen zu achten, den Kader so schlank wie möglich zu halten, dass aber trotzdem noch genug Leute da sind, wenn jemand ausfällt. Und ansonsten deine jungen Spieler, die jetzt sowieso bei dir keine Perspektive haben, zu verleihen. Und dann verjüngt sich der Kader ja schon fast von selbst, wenn die alle zurückkommen und, sagen wir mal, keine Ahnung, die Hälfte von denen bei uns einschlägt, ist das schon gut. Das wäre der absolute Wahnsinn. Du hast ja eben die Leihspiele angesprochen. Da waren ja tatsächlich, sind ja echt einige dabei, ich sagen muss, hey, das ist eine smarte Angelegenheit. Ja, du hast Joveljic angesprochen. Da war ich ja ursprünglich, glaube ich, in einer unserer ersten Podcasts, die wir über Joveljic dann auch gemacht haben, nach seinem Abgang, habe ich natürlich gedacht, okay, Wolfsberger AC, da hätte ich mir vielleicht einen Zweitligisten irgendwie eher erhofft, finde aber das nachträglich auch in der Argumentation, ja, ich habe mit ein paar Leuten bei Twitter geschrieben und ich finde, das ist durchaus schlüssig zu sagen, ja, aber die sind europäisch irgendwie dabei, die sind relativ gut in der österreichischen Liga, vielleicht ist das Level, das er dann auch dort treffen kann, einigermaßen gut und sorgt auch schneller für Anpassungseffekte, ja, das ist eine gute Angelegenheit. Wir sehen tatsächlich in der zweiten Liga, dass jemand wie Rodrigo Salazar schon den ein oder anderen wirklich guten Moment auch hatte beim FC St. Pauli, was ich nicht gedacht hätte. Ich hätte eigentlich gedacht, nachdem er irgendwie zwischen dritter und erster polnischer Liga rumschwirrt, habe ich nicht gedacht, dass der ankommt. So. Ja, und Wahnsinn. Ne? Also das sind auch echt positive Elemente. Wenn die weiter so gut bleiben, dann freue ich mich. Und was mit Paciencia ist, naja,
Da schauen wir mal. Schauen wir dann mal. Der Jens hat gerade eben im Chat noch zu dem Thema Torwart ergänzt. Er schreibt, wir hatten jahrelang Nikolov und er hat bestimmt nicht die Klasse gehabt wie Trapp. Also ja, das auch. Also, ist, glaube ich, klar. Auch schon, können wir da sehr zufrieden sein mit den beiden Torhütern, die wir haben. Ich glaube auch, dass Schubert da noch ein bisschen mehr Potenzial tatsächlich hat. Schubert ist doch eine super Angelegenheit. Wir hatten jetzt vielleicht gar nicht so wirklich viel darüber gesprochen. Aber tatsächlich ist es so, dadurch, dass er so eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Er hat schon Profi-Erfahrung gesammelt bei Dresden. Er hat schon selber auch bei Schalke gespielt. So, der kennt schon das Bundesliga-Geschäft. Und jetzt haben wir eigentlich die Möglichkeit, uns ein bisschen daran ranzutasten. Wäre das potenziell einer, mit dem wir vielleicht sogar weitergehen könnten? You never know. Am Ende des nächsten der nächsten Spielzeit steht vielleicht irgendwie, was weiß ich, Dubai FC, kenne diese Quatschvereine da vorne nicht, aber wenn die irgendwie 5 Millionen bieten und Trapp vielleicht auch die Möglichkeit hat, hier nochmal ein bisschen die Sonne zu genießen, das ist durchaus eine Option, aber das kann ja, klar, dann gleichzeitig muss er natürlich auch bedenken. Trapp ist ja jetzt auch schon 30, der sagt sich vielleicht auch, ey, ich habe noch meine 3-4 Jahre, bevor ich hier die Handschuhe an den Nagel hänge und will dann nochmal in den letzten Jahren A, was von der Welt sehen und B, auch nochmal vielleicht sich finanziell ein bisschen verbessern. Ist ja alles irgendwo drin, dann hast du natürlich mit Schubert einen, wo du sagen kannst, ey, den, wie du schon sagst, der hat gute Vorerfahrungen gemacht, den bauen wir jetzt noch ein bisschen auf und dann übernimmt er den Posten halt in einem Jahr oder in anderthalb oder in zwei. Ja. Einen kleinen Punkt will ich noch mal ganz kurz machen, weil ich es auch sehr, sehr spannend finde. Denn wir haben ja eben über die Jugendtorhüter gesprochen, wir haben über Börtner gesprochen. Interessant ist einfach, ich meine, das ist ja klar, weil es gibt immer wieder Jugendabteilungen und dann bist du zu alt und kannst nicht mehr bei der U19 spielen. Ja. Aber die Fluktuation ist da tatsächlich schon extrem hoch. Wenn ich mir überlege, ich weiß, dass wir vor einigen Jahren mal ein kurzes Gespräch darüber geführt haben, dass die Eintracht einen Torhüter aus der Jugend von Juventus verpflichtet hatte. Ja, ich weiß nicht, ob man sich noch daran erinnert, Giulio Girelli, geiler Name halt auch. Das klingt schon geil. Klingt schon so, ne? Als könntest du mit dem irgendwie sonst was machen, ne? 1,96 Meter groß. Naja, auch der, ne? Den haben, nachdem er mal zwischenzeitlich mit den Eintracht-Profis mittrainiert hat, hatte man den auch nicht mehr wirklich lange gesehen. U17, U19 bei der Eintracht mitgemacht, ne? Aber jetzt halt auch zu U19 von Turin gewechselt, zum FC Turin. Die Fluktuation ist einfach groß, ne? Und das finde ich halt auch interessant. Das geht fast ein bisschen weg von unserer eigentlichen Thematik, aber ich finde es halt spannend, weil tatsächlich so viele Leute, von denen wir sagen, oh, das könnte einer sein. Ne? Ich weiß noch, wie letztes Jahr mal über Jip Molenaar gesprochen wurde, ne? Er gesagt, ja, oh, ist auch stimmt. So ein Baum. Ne? Am Ende war der war bei uns Stürmer. Ne? Der war bei uns Stürmer und mittlerweile spielt er aber auch regelmäßig Innenverteidiger. Finde ich auch geil. Okay. Ja, ja. Also ich weiß noch, bei uns hat er regelmäßiger gescored und jetzt in der dritten holländischen Liga und spielt dort halt auch für primär Innenverteidigung. Also das, naja, ist ganz Hinti spannend. Hat auch mal Stürmer gemacht. Ich wollte gerade sagen, der war doch auch in der Jugend. Wird's der nächste Hinteregger. Ja? Aha, dann müssen wir wieder zurückholen. Jetzt wird die Sache rund, genau. Okay. Sehr schön. Mhm. Ja, damit das Sommertransferfenster erstmal rum. Ich glaube, abschließend kann man sagen, auf der Eintracht-Seite ist das ganz gut verlaufen, würde ich das jetzt mal so zusammenfassen. Und wie Marvin schon gesagt hat, es sind noch 90 Tage bis zum Beginn des nächsten Transferfensters oder wie man es auch rechnen kann, 7 Bundesligaspieltage und 2 Länderspielpausen. So ist es. Sehr gut, sehr gut. Aber wenn wir noch ganz kurz dabei sind, ich finde, man kann noch mal ganz kurz einen Rundown machen, denn es kann ja immer sein, dass sich jemand verletzt. Ja. Und dann guckt man natürlich immer ganz gerne auf die Liste der vertragslosen Spieler. Da müssen wir leider sagen, dass Mario Götze, den Spieler, den wir hier auch regelmäßig zur Eintracht sprechen wollten, leider den Weg nicht mehr an den Main sich anbahnen wird, sondern eher sich PSV Eindhoven anschließt. Nachdem das mehr oder weniger als Breaking gemeldet wurde, er wird wahrscheinlich nach Holland wechseln. Medizincheck gerade. Mario Götze kann dieses Jahr nur Euroleague spielen. Ich wollte gerade sagen, natürlich für einen Spieler, der von sich aus gesagt hat, er möchte nochmal die Champions League gewinnen, ist natürlich Eindhoven die logische Konsequenz daraus. Ja, ist ein guter Verein, aber es ist halt trotzdem eine merkwürdige Kiste. Immerhin, er kommt mit Roger Schmidt zusammen. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, ja, an den Derwisch aus dem Sauerland. Ja, mal gucken, ne? Ja. Wie würdet ihr denken, oder was war denn generell für euch jetzt mal über den Eintracht-Tellerrand hinausgeguckt auf die Gesamt-Bundesliga oder vielleicht auch international, wenn ihr wollt, was war denn so in dieser Transferphase so die Überraschung für euch? Jetzt muss jemand was sagen.
Also, was keine Überraschung für mich ist, ich fange mal so rum an, ja, ist, dass Rudi zurück zu Hoffenheim gegangen ist. Ja, nee, das stimmt. Das war, glaube ich, auch schon irgendwann getwittert. Du kannst den in irgendein blaues Trikot in der Bundesliga stecken und es würde dir nicht auffallen, wenn es nächste Saison ein anderes ist. Ja, ist korrekt. Geil, ja, fällt mir tatsächlich noch nicht mal auf, diesen Spieler, der Spieler fällt mir sowieso nicht auf und noch weniger in einem blauen Trikot. Also so. Ja, das ist richtig. Ja, aber Überraschung. Ja, also ich muss sagen, ja, also so international hätte ich vielleicht wirklich gesagt, dass ich nicht gedacht hätte, dass Kai Havertz so teuer wird. Ja, also, dass er für 80 Millionen zu Chelsea gegangen ist, finde ich schon eine Hausnummer. Ist ja auch einer der absoluten, also irgendwann, ne, verliert man so als Eintracht-Fan auch so ein bisschen den Überblick über die Millionensummen. Aber das ist eine Millionensumme, die mir hängen geblieben ist. Und ich weiß nicht, ob es noch großartig viele andere Transfers in dieser Kategorie gab. Ich meine, das wird er vielleicht wert sein. In diesen Kategorien, wo das alles nur noch Spielgeld ist, aber 80 Millionen finde ich schon heavy. Also das hat mich so ein bisschen überrascht. Und auf der anderen Seite vielleicht auch so ein anderer Transfer, der mich überrascht hat, ist, dass die Eintracht irgendwie Thiago Thiago haben gehen lassen. Das hätte ich nicht gedacht. Weil das eigentlich für mich ein zentraler, wichtiger Spieler war, der dann jetzt irgendwie für Abel und Ei im Vergleich zum FC Liverpool gegangen ist. Aus Bundesliga-Sicht muss ich sagen, ich gebe weiter an Dennis, weil da muss ich noch überlegen. Oh, da muss ich tatsächlich sagen, dafür habe ich zu wenig die letzten Tage mitbekommen, um da richtig mitreden zu können. Wirklich überrascht, was ich da gesehen habe, waren wirklich jetzt nichts, wo ich total gesagt habe, oh Gott, Wahnsinn, dass das passiert ist. Ja, ihr habt schon angesprochen, das ist sind so, Thiago war tatsächlich auch sowas, wo ich gedacht habe, okay, könnte interessant werden. Ansonsten, ja, René, weil du hast ja die Frage aufgebracht, wen hattest du denn hier als Überraschung mit auf dem Zettel? Mich hat tatsächlich dieser Guendouzi-Transfer von Arsenal da so ein bisschen irritiert. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Okay. Ja. Dann, okay. Ich weiß nicht, was. Also ja, okay, das ist, gibt mir halt nichts, ne? Muss ich sagen. Aber kannst du es begründen, warum? Nee, also der ist ja schon ein ganz ordentliches Talent. Okay, der hatte jetzt bei Arsenal vielleicht nicht so die Einsatzzeiten und war jetzt vielleicht auch nicht immer so der problemfreiste Charakter, aber das ist schon ein Spieler, der von der Veranlagung und so weiter eigentlich schon eher so oberes Niveau ist. Und dass der jetzt zu Hertha geht. Ja gut, das ist halt genau der Punkt. Also das ist, ja, das stimmt schon. Ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt schon krass, wie die Hertha auch wirklich, ja, auch mit natürlich auch ein paar Leinen und so weiter und so fort, aber schon echt ordentlich Geld in die Hand genommen hat, wo man dann auch sagen muss, okay, so Spieler musst du halt auch erstmal bekommen. Ne? Das ist schon nicht ohne. Also da sind einige, gerade bei der Hertha, sind ja wirklich einige Verpflichtungen dabei gewesen. Ich meine auch, ne, tatsächlich auch Schwolo, dass der dann war ja auch nicht billig, aber da sind tatsächlich, also Guendouzi, ja, das ist einer der Spieler, wo man sagen kann, okay, aber Toussaint ja ebenfalls, ne? Das ist schon echt eine krasse Hausnummer. Die haben tatsächlich extrem viel Geld in die Hand genommen, ja. Ja, nicht nur vom Geld her, aber auch wenn du jetzt überlegst, A, für den Spieler, der sagt irgendwie, ich will mich weiterentwickeln, ich will irgendwie eine Chance haben, bei einem wirklichen Top-Verein irgendwann mal zu spielen. Und aber auch für den ausleihenden Verein Arsenal zu sagen, ey, wir wollen den Spieler weiterentwickeln, weil wir wollen hier Werte schaffen und wir wollen ihn entweder so weit weiterentwickeln, dass er bei uns Stammelf spielen kann oder halt einfach eine Wertsteigerung erfährt, dass wir ihn nach dem ganzen Ding irgendwie für mehr Geld weiterverkaufen können. Also du musst ja auch irgendwo was haben, wo der Rahmen das bietet und den sehe ich halt bei Schalke nicht. Schalke, Entschuldigung, Hertha. Also das... Ja, also schwierig tatsächlich. Ich sehe die Hertha gar nicht so schlecht. Also, ne, klar, wir haben jetzt, wir haben jetzt auch gegen die gewonnen, und das, aber ganz ehrlich, lass die mal reinkommen. Und auch in Bruno Labbadia. Das ist, also diese Mannschaft muss ich erst finden, ne? Und das ist gerade so zusammengerütteter Mix, da die Hertha kann auch kommen. Und am Ende gucken wir uns um und denken, scheiße, das Potenzial lag ja tatsächlich die ganze Zeit auf der Straße. Wenn du dir Leute anguckst wie Kunja, ich meine, die haben ein geiles Spiel auch gegen die Bayern gemacht. Natürlich haben sie am Ende noch verloren, aber das Potenzial, was du halt siehst, das ist halt definitiv da. Deswegen, ich glaube, das kann für den einen oder anderen Spieler für ein Jahr oder für, was weiß ich, je nachdem, wie diese Spieler ja lang da sind, kann das auch echt eine ganz gute Sache werden. Muss nicht, aber das Potenzial, wenn ich mir diesen Kader angucke, da, hey, guck mal, Cordoba, Cunha, das sind schon geile Spieler, Toussaint jetzt. Ja, auf Papier sind das schon alles geile Kicker, sie kriegen es halt irgendwie nicht umgesetzt. Patricia, der Chris sieht es ja genauso, schätze ich, oder? Ja, also, die haben schon
wenn ich auch ehrlich bin, muss ich auch sagen, ich bin da auch so ein bisschen neidisch, wenn ich ehrlich bin, was die da auch für Spieler manchmal bekommen oder auch, die machen es schon nicht schlecht, die finden schon interessante Spieler, die die dann auch ja, mit dem nötigen Handgeld bekommen. Man muss es halt zusammenbekommen, aber ich glaube auch, das wird noch. Also ich schätze jetzt Bruno Labbadia auch nicht so schlecht ein. Ich habe ein bisschen Angst, dass die noch kommen. Ja. Ja, mal sehen. Aber wo wir gerade bei Transfers und anderen Vereinen sind, wo wir uns, glaube ich, alle drauf einigen können, wer richtig daneben gegriffen hat, ist Werder Bremen. Liebe Grüße. Dass die Klaassen erstmal gehen lassen haben und keinen Ersatz geholt haben, weil sie es nicht auf die Reihe bekommen haben. Und dass sie noch diese Rashica-Nummer in letzter Sekunde irgendwie verkackt haben, ist einigermaßen absurd gelaufen. Aber wie war das denn jetzt mit dieser Rashica-Nummer? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Die waren doch eigentlich in irgendwelchen Verhandlungen mit einem englischen Verein, oder? Aston Villa. Aston Villa, genau. Und dann kam doch irgendwie Leverkusen da von rechts angegrätscht und hat ihm ein besseres Angebot hingelegt. Und der Spieler hat sich dann entschieden, nee, ich will dann doch, ich steige nicht hier, ich fahre nicht mit dem Auto, ich fahre nicht mit dem Flieger nach England, sondern ich steige ins Auto und fahre nach Leverkusen. Ja, irgendwie war das ja scheinbar so, dass das schon recht final war, dass er dann wirklich zu Leverkusen gehen soll. Ist dann wohl letztendlich daran gescheitert, dass sie sich nicht mehr innerhalb der Zeit auf eine Kaufoption einigen konnten, die für beide Seiten okay ist. Und daran ist es wohl gescheitert, so wie ich das verstanden habe. Was für mich schon absurd ist, wenn ich mir bedenke, dass Freddy Bobic mit AC Milan auch für Ante Rebic und André Silva erstmal keine Kaufoption ausgehandelt hat und das alles nachträglich gemacht hat. Also man kann so einen Transfer ja auch abschließen, um dann noch nachzuverhandeln. Korrekt, ja. Ja, ich glaube, das ist für ihn natürlich auch nicht einfach, aber die Tatsache, wie das gelaufen ist, ist echt dumm und du hast ja vollkommen richtig gesagt, Patricia, das ist natürlich jetzt auch für einen Spieler scheiße, ne? Der wollte weg, der hat jedem offen öffentlich gemacht, dass er tatsächlich jetzt auch weg will, ne? Es war klar, okay, eigentlich vielleicht lieber England, gut, jetzt wäre es in Leverkusen gewesen, da hast du auch schon gemerkt, okay, man macht es halt gerade so, für Leverkusen ist es scheiße, weil sie ihren Spieler, den sie wollten, nicht bekommen haben, es ist eine richtig beschissene Situation und zudem hast du noch Klaassen, auch verkauft, den hast du tatsächlich verkauft und hast für den auch keinen Ersatz bekommen. Ne? Richtig bittere Nummer. Ich glaube, ich glaube, Werder wird in dieser Saison wirklich ein bisschen was zu schaffen haben. Oh ja. Wenn wir noch bei Transfers bleiben, was du vorhin gefragt hast, die mich überrascht haben, sage ich zwei Sachen, und zwar Ryan Sessegnon, der dann auch zwar nur leihweise zu Hoffenheim gegangen ist, aber das ist ein Spieler, den ich bei Fulham gesehen habe. Fulham, so ein kleiner Verein, den ich sehr, sehr gerne gucke, auch in der zweiten Liga verfolgt habe, weil ich öfter dort im Stadion war. Das ist schon ein geiler Kicker. Und dass der zu Hoffenheim geht, ey. Schon so ein bisschen ärgerlich, ja. Ja, es ist das. Ja, ich meine, ne, linker Verteidiger, du bekommst nicht ganz so viele linke Verteidiger. Für die ist es ein mega cool, auch wenn es nur Laie ist. Und dann auf der anderen Seite finde ich es einfach lustig. Und das, den brauche ich jetzt nicht, den will ich jetzt gar nicht. Aber dass die Bayern Douglas Costa wieder verpflichtet haben, Patricia, was hat Uli Hoeneß gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie hat ihn doch als Söldner irgendwie bezeichnet, so nach dem Motto, irgendwie, als sie ihn abgegeben haben, von wegen, war nur ein Söldner und hätte die Mannschaft auch irgendwie nie weitergebracht oder irgendwie sowas. Ja, und übrigens haben wir seinen Charakter sowieso nicht gemocht. So. Well, okay. Nee, nee. Wow. Wobei, das ist ja schon fast eine Ehrung, wenn Uni Hoeneß sich dazu genötigt fühlt, herauszustellen, dass ihm dein Charakter nicht fehlt. Dann hast du doch eigentlich alles richtig gemacht in deinem Leben, oder? Ja, tatsächlich. Und jetzt ist er halt wieder da, ne? Also, das jetzt ist auch eine Geschichte. Wieder da, aber auch hier nur auf Leihbasis, ne? Nicht zu fassen tatsächlich. Also, naja, also das ist ein Transfer, den muss ich auch nicht verstehen. Die Bayern haben ja sowieso ordentlich nachgebuddert, muss man ja sagen. Ne? Also da sind ja echt noch einige Leute gekommen, auch viele so Short-Last-Minute-Deals. Aber könnt ihr mir mal den Choupo-Moting-Transfer da erklären? Ja gut, aber ist es nicht einfach ein No-Brainer? Also ich meine, wenn du einfach deinen Kader verbreitern willst, der wird nicht unfassbar viel Geld kosten. Und Talent hat er auch. Was? Ja, wahrscheinlich wird er nicht unwahrscheinlich viel Geld kosten. Trotzdem wäre das jetzt nicht unbedingt der mir da jetzt irgendwie relativ früh einfällt auf so einer Liste. Ja, das Problem ist, du musst erstmal einem Stürmer verkaufen, dass er hinter Lewandowski steht, quasi. Mhm. Weil Lewandowski ja der Top-1-Stürmer bei den Bayern ist und Doppelspitze machen die ja jetzt nicht so häufig.
dass du da einen Stürmer kriegst, der, keine Ahnung, zum Beispiel einen Kramaric. Ich weiß halt nicht, wie du Kramaric verkaufst. Hey, du setzt dich für Lewandowski auf die Bank. Ja, das kannst du vergessen. Kriegst da musst du halt gucken, dass du einen Stürmer hast, der das eventuell auch mitmacht, der sich dann zufrieden gibt, wenn er halt hin und wieder der Rotationsspieler ist. Weiß ich nicht. Und das hat scheinbar bei Choupo-Moting ging das wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Also ist jetzt zumindest, wie ich es mir erklären würde. Ist halt, glaube ich, nicht so einfach, einen Lewandowski-Backup zu finden, der dann aber trotzdem noch das Bayern-Niveau hat. Ja. Denke ich halt auch. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Du hast eben Kramaric angesprochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der gerne zu den Bayern gewechselt wäre. Das Gerücht gab es ja auch. Und ich meine, Kramaric immer so ein typischer Spieler, der bei Hoffenheim echt gut performt hat. Ja, Hoffenheim, ich guck mir immer wieder dieses Logo von Hoffenheim an und denke, das ist irgendwie so ein Regionalverein, der irgendwie 30 Fans im Durchschnitt hat. Das ist wirklich ein unsäglicher Verein. Kommt ja egal. Etwa hin. Ne? Passt ungefähr. Kommt in etwa hin, ja. Also ich meine, ne, Kramaric ist durchaus ein Spieler. Aber ich glaube, wenn der jetzt nochmal zu einem Top-Verein geht, dann hat er auch so den Anspruch, nicht nur ein Top-Gehalt zu bekommen, sondern vielleicht auch nochmal echt 3 Jahre durchzupowern und auch mal vielleicht ein bisschen regelmäßiger zu spielen. Das ist halt bei den Bayern nicht zu machen. Deswegen, du hast vollkommen recht. Und Choupo-Moting ist halt ein Spieler, der hat sich immer durch seine Mannschaftsdienlichkeit bewiesen und hat sie auch ausgewiesen und wird trotzdem auch ordentliches Handgeld einstreichen. Ne? Auch geil. Ne? Das Spieler, ist es, der, ja. Der, ja, naja, hat, keine Ahnung, so Spieler bekommen dann halt ordentlich Handgeld und dann, dafür gibt es keine Ablöse. Und nur 1 Jahr Vertrag, das muss man ja auch sagen. Ne? Der läuft ja schon wieder, 30.06.21 ist der schon wieder vorbei. Mhm. Ja, und im Zweifel hat also er halt ein merkst, Jahr. Genau, ja. Da merkst du im Endeffekt, klar, ablösefrei, hat ordentlich Handgeld eingesteckt, sicherlich auch ein ordentliches Gehalt, aber da merkst du auch, wie die Bayern wahrscheinlich planen. Das ist jetzt so ein Übergang, die wollen sich neu orientieren, vielleicht haben sie die Wunschspieler auch nicht bekommen, das ist ja auch so eine Frage. Also, das ist ist auf jeden Fall, Marvin, du hast, glaube ich, richtig gesagt, das ist so ein typischer, da machst du nicht viel falsch. Das ist jetzt kein, da machst du keinen Quantensprung, aber der ist, das ist in Ordnung, der meckert nicht, der bringt trotzdem ganz okay Leistung und ja, das also ist auf jeden Fall für die Bayern bestimmt nicht der schlechteste Transfer jetzt. Und wenn es nur ein Jahr ist, mal schauen. Genau. Ja, und wir schauen uns mal an, was passiert. Die Eintracht ist, glaube ich, trotzdem gut gewappnet. Und falls noch was passiert, passieren muss, dann müssen wir mal gucken, müssen wir noch mal in die Liste derjenigen, die momentan vertragslos sind. Und dann greifen wir ganz oben an. Also wenn wir ein Stürmer ausfällt, dann müssen wir halt mal Zukunft holen. Dann gibt es halt nichts. Gut, schauen wir mal. Ja, damit ist dieses Transferfenster erstmal rum und wir können uns dann jetzt wieder auf gespielten Fußball konzentrieren. Also könnten wir, wenn da jetzt nicht wieder diese Länderspielpause tatsächlich dazwischen kommt, wo ich auch tatsächlich nicht verstehe, dass man die jetzt in der aktuellen Situation dort machen muss. Aber gut, das wissen andere Leute vielleicht mehr. Ich habe auch wenig Lust, jetzt über die Nationalmannschaft in Gänze zu reden. Sehr gut, so ja. Spannend, tatsächlich. Ja, ich weiß auch gar nicht, gegen wen die spielen. Mittlerweile komplett jeglichen Touch dahin. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, das eine Spiel ist ja jetzt irgendwie Türkei. Okay. Und ist das Testspiel oder ist das Freundschaftsspiele, meine ich. Freundschaftsspiele, aha. Also, das sind meines Wissens nach, jetzt reden wir doch über die Nationalmannschaft, großartig. Es sind meines Wissens nach es sind keine Pflichtspiele. Das nächste Pflichtspiel ist irgendwie erst wieder im November, wenn ich das nicht verstehe. Es müssten Freundschaftsspiele, / Testspiele sein. Das eine war doch irgendwie Schweiz, das andere war Türkei und das dritte war, weiß ich nicht mehr. Und wenn ihr mich jetzt fragt, woher ich das weiß, wenn ich nicht über die Nationalmannschaft reden will, weil ich vorhin 93 gehört habe, da kommt nachher gleich noch eine Empfehlung dazu. Genau. Das ist der einzige Grund, weswegen ich das weiß. Sei dir verziehen, ja, genau. Total sinnfrei, meiner Meinung nach. Wenn wir schon gerade bei sinnfreien Dingen sind, wir müssen über den Sport1-Doppelpass reden, meine Herren und meine Damen. Eigentlich war meine Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt der liebe Basti hier mit an Bord ist. Der hatte mir aber gerade eben geschrieben, auf dem Geburtstag, wo er ist, dauert es etwas länger. Von daher schafft er es leider nicht mehr hier in die Sendung. Ich will trotzdem über dieses Thema reden. Habt ihr am Sonntag den Doppelpass geschaut? Ja. Ja, es war ein sehr verhaltenes Ja. Nee, wenn du den nicht geschaut hast, hast du nicht viel falsch gemacht. Wir haben ja dieses Ding hier, diesen Podcast vor 10 Jahren angefangen, weil wir unzufrieden waren mit der Art und Weise, wie im Doppelpass über andere Vereine außer den Bayern gesprochen wird.
man muss ihnen zugute halten, sie haben am Sonntag sehr wenig über die Bayern gesprochen. Sie haben aber, glaube ich, noch viel weniger über die Eintracht gesprochen, obwohl Basti da war, was mich schon mal irgendwie gestört hat. Aber da ist mir wieder bewusst geworden, warum wir dieses Ding hier vor 10 Jahren angefangen haben. Weil das, was die da abliefern in diesen 2 Stunden Sendezeit, wovon ich glaube, reine Netto-Sendezeit für Redebeiträge sind vielleicht so unter 1 Stunde, weil der Rest ist irgendwie Werbeeinblendung. Das ist ja eine absolute Frechheit, was die da machen. Tja, ja, also ich, ganz kurz will ich noch dazu sagen, und jetzt nicht als Ehrenrettung für den Doppelpass, aber man muss auch schon sagen, dass Basti eingesprungen ist, ne, für Tobi Escher. Das ist korrekt, und, das hätte ich sagen sollen, ja. Und die Konstruktion natürlich einer Sendung, gerade wenn dann Escher da ist, ist vielleicht nochmal eine andere, als wenn ursprünglich auch Basti eingeladen wäre. Ich gehe davon aus, dass das vielleicht nochmal der Fall sein wird, dann vielleicht wirklich mit einem anderen Eintracht oder mit einem weiteren Eintracht-Fokus. Ich glaube, eine Konstitution oder eine Zusammensetzung einer Sendung, wenn die am Samstag geplant ist und dann halt irgendwie einer ausfällt, gewiss ein Part dann neu reinkommt. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Aber na klar, es ist halt so, wenn es mal gut läuft bei der Eintracht, dann wird halt eher wenig drüber gesprochen. Hätten wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, hätte Abraham mal wieder einen Trainer umgehauen, der wäre stundenlang drüber gesprochen worden. Ja, das ist wahrscheinlich richtig, ja. Von daher kann man fast froh sein, dass da wenig über uns gesprochen wurde, weil dann ist auch wenig Negatives bei uns passiert. Ja, es ist richtig, er ist als Ersatz für Tobi Escher da eingesprungen. Trotzdem ist meine Erwartungshaltung schon ein Stück weit, dass ich dann mein Konzept auch dahingehend ein Stück weit anpasse, was ich da für Gäste habe. Also das, finde ich, kann man schon verlangen. Ja, was mich daran stört, ist, dass Pit Gottschalk noch, als er Basti angekündigt hat, getwittert hat, wir sprechen natürlich auch über Eintracht gegen Hoffenheim. Ja, also das hat korrekt. Er am Abend vorher, glaube ich, getwittert. Hat er, ja. Und dann finde ich das dann halt schon ein bisschen, weil das war so angeteased und angekündigt, dass das passieren wird. Und dann hast du halt am Ende gesagt, ja, und der Moment der Woche war hier dieser Spielzug der Eintracht. Das war halt ein bisschen dünn dann. Also dann ja, kündigt es halt nicht an, dann wäre es in Ordnung gewesen. Vor allen Dingen, wenn die Werbepause, die du davor gemacht hast, gefühlt irgendwie 10-mal so lang war wie der Redebeitrag zu diesem Moment der Woche. Ja, also mich hätte es vielleicht gar nicht so sehr, also ja, okay, es hätte mich gestört, wenn man eine gute Leistung der Eintracht wieder ignoriert, aber ich hätte es dann in der Konstellation verstanden, was die jetzt eingesprungen, da war was anderes geplant und man hat halt eher den Fokus auf die Krisenmannschaften gelegt. Ist in Ordnung. Aber dann kündige es halt abends nicht an und mach's dann am nächsten Tag nicht, weil dann ist es schon so ein bisschen, ja, wir holen die Eintracht-Fans jetzt ins Boot, die da ein bisschen gucken und hoffen, dass ihr Verein auftaucht und dann taucht der Verein halt nicht auf. So. Ja, und tatsächlich, Patricia, wir haben es ja gesehen, auch in den Kommentarspalten dann bei YouTube, ich habe dann auch mal zwischendurch geguckt, wir haben ja auch relativ viel Werbung mit Fußball 2000 dafür gemacht, weil es natürlich für uns eine coole Angelegenheit ist, dass einer der unsrigen dann jetzt tatsächlich mal beim Doppelpass ist, dass das natürlich der Gehalt vielleicht nicht so hoch ist, das wissen wir alle, aber wir haben Werbung gemacht, natürlich waren dann dementsprechend auch sehr, sehr viele frustriert, ne? Hast du auch gelesen, Patricia. Ja, auch einige Direktnachrichten beim Fußball 2000 Instagram-Account. Also da war echt, auch, ja? Ja, was, ja, da war, ja, und wann wird jetzt über die Eintracht geredet? Oder ja, ziemlich enttäuschend, dass Basti da war und eingeladen wurde. Wozu wurde er dann überhaupt eingeladen, wenn man kein Wort über die Eintracht verliert? Und ja, tatsächlich hätte sich das in der Konstellation ja angeboten. Also du hattest halt auch Armin Fee als Ex-Trainer dort sitzen. Ja, es waren schon 2 Leute mit direktem Eintrachtbezug, da hätte man schon zumindest ein kleines Segment machen können. Ja, das ist halt, ich glaube, wir sind alle plus einige andere Zuschauer ziemlich enttäuscht, dass das halt nicht passiert ist. Mhm. Ja. Aber genau, das bin ich auch tatsächlich, was mich halt grundsätzlich an der ganzen Situation ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass der Inhalt relativ dürr einfach ist. Ne? Also ich meine, rein objektiv gesehen war das keine gute, sinnhaltige Diskussion. Also ich muss auch sagen, ich habe den Doppelpass auch schon stärker erlebt. Ich war tatsächlich froh, dass Basti da war, um das andere, um wenigstens mal einen leicht anderen Fokus zu setzen, auch mal halt, ne, mit einem anderen Realitätsbezug an einige Fußballkommentare zu gehen, weil ansonsten hat die Runde sich schon sehr selbst gefallen, ohne irgendwelche Statements rauszuhauen, die irgendjemanden mal interessieren. Und da war es tatsächlich erfrischend, dass halt jemand wie Basti tatsächlich auch mal vielleicht mit
der Ziege mal ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat und so. Ja, also man hat bei Ralf gemerkt, dass der auch komplett irgendwie sein Ding macht und auch das, dem ist auch alles egal. Das Ding ist, halt eine typische Diskussion, wo es nur darum geht, halt was zu sagen. Jetzt habe ich meinen Share gesagt, dann ist egal, dann geht es auch nicht darum, ich muss nicht wirklich darauf Wert legen, was andere Leute sagen. Und die Diskussion, ehrlich gesagt, es war halt auch thematisch einfach relativ mau, abgesehen davon, dass ich gebetsmühlenartig sage, dass ich nicht denke, dass Thomas Helmer in irgendeiner Weise ein ordentlicher Moderator ist, werde ich auch noch 10 Jahre sagen. Weit entfernt von allem, was ich auch nur ansatzweise Moderator nennen kann, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, aber naja, also wie gesagt, du hast ja vorhin angesprochen, am Ende ist es halt so, es bewahrt sich immer wieder. Wir haben das vor 10 Jahren gemacht, als die Eintracht überhaupt nicht irgendwie im Fokus der Medien war, ja, wo du froh sein konntest, dass es auf HR Online, falls, ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab, oder halt FR, damals logisch als Zugpferd, dass es da Berichte gab über die Eintracht, wo man sich ein bisschen versorgen konnte, aber die mediale Berichterstattung im Fernsehen komplett rudimentär war oder nur, wenn wirklich mal Skandale passiert sind und du schon gebetet hast dafür, dass irgendwann mal irgendjemand hingeht, mal wie Funkel oder so, der mal 3 Sätze sagt oder mal einen Bruchhagen, aber ansonsten war halt da nichts, ne? Und jetzt passiert halt mal was bei der Eintracht. Die Berichterstattung dahingehend lässt trotzdem zu wünschen übrig. Aber zum Glück muss man ja sagen, dass sich auch so das Rad der Medien ein wenig verändert. Und wenn wir uns angucken, wie die letzten Jahre beispielsweise bei The Zone gelaufen sind, wie die auch die Eintracht abgefeiert haben, dann sehen wir, es geht auch anders. Es geht auch anders, ja. Wenn du schon gerade bei dem Thema irgendwie weiterentwickelt und so bist, ich habe mir das Ding natürlich nicht im Fernsehen angeguckt, sondern ich habe mir das Ding live auf YouTube angeguckt. Und im Gegensatz zu euch beiden, Marvin und Patricia, mache ich so Chatlesen von so Livestreams nicht beruflich und ich muss ehrlicherweise sagen, ich ziehe meinen Hut vor euch, weil das, was ich da am Sonntag gelesen habe, also ich habe nicht teilweise die Sendung nicht verfolgen können, weil ich mich einfach übergeben musste von dem ganzen Mist, den ich da gelesen habe. Wie ist es denn bei so einer Sendung? Normalerweise würde man doch eigentlich erwarten, dass irgendeiner, wenn ich so einen Chat habe, den vielleicht im Auge behalte und da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal moderierend angreife, oder? Okay, Patricia. Ich fände es ziemlich gut, wenn da jemand moderiert, weil da halt schon auch echt sehr viel bedenkliches Zeug reingeschrieben wird. Und vor allem in diesen Live-Chats, also Kommentarspalten sind ja schon schlimm, aber diese Live-Chats gehen ja auch so schnell dadurch, dass da wirklich jeder einfach sein, ja, Bullshit reinballern kann. Dass es halt auch zum Teil wirklich bedenklich ist. Also ich würde mir wünschen, dass das immer betreut ist, ja. Also das ist halt auch so mit so mein Hauptkritikpunkt. Ich habe, wie gesagt, versucht, diesen Chat nebenbei so ein bisschen zu lesen und mir ist da teilweise echt schlecht geworden. Also ich habe es mal versucht, so ein Stück weit diese Dramaturgie, die sich da entwickelt hat, mal niederzuschreiben. Also es fing ja erst mal damit an, als dann Basti die ersten Wortmeldungen hatte, dass man sich dann über dieses pflegelhafte Verhalten dieses Menschen irgendwie aufregte. Und dann hat Basti ja schon alles richtig. Dann hat er schon alles richtig gemacht. Dann haben sie irgendwie festgestellt, da muss irgendwie eine Steigerungsstufe drin. Also haben sich dann darüber aufgeregt, dass er eine Kappe trägt. Ich zitiere, als erwachsener Mann mit einer Mütze im TV und dann dieses Emoji mit den aufgerissenen Augen. Dann war das Nächste, was sie festgestellt haben, das funktioniert ja nicht. Also brauchen wir die nächste Stufe. Also haben sie angefangen, ihm Drogenkonsum und übermäßigen Alkoholkonsum zu unterstellen. Okay, ja. Was ich schon irgendwie dann eine harte Nummer irgendwie finde. Dann ging es irgendwie weiter, dass man dann wetterte, als irgendwie die Aussage war, von wegen, er arbeitet ja für den HR. Dann hatten sie natürlich gleich den nächsten Ansatz gefunden. Dann ging es gegen die GEZ und das Staatsfernsehen. Echt? Ja, dann kam natürlich das Nächste dann so nach dem Motto, ja, wir müssen Merkel, die GEZ, das Staatsfernsehen und natürlich auch Corona loswerden. Und am Ende hatten sie dann sich da drin ergötzt und schimpften auf die Antifa. Okay, also ich habe keine Ahnung, in welcher Parallelwelt die Menschen leben, wie sie zum HR kamen, finde ich natürlich mehr oder weniger spannend, aber du merkst natürlich, das ist halt das A und O, das müssen wir tatsächlich auch immer anbieten, wenn wir einen Livestream machen, dann können wir natürlich nicht, und das ist so viel, das haben wir in den letzten Wochen, als wir live gegangen sind, haben wir das auch immer wieder gemerkt, das ist so viel, das musst du erstmal moderieren können. Ja, klar. Da muss vieles weglöschen, weil einfach Leute komplett absurd sind, ja, also ich meine, Beleidigung, ne, klar, wenn jetzt, ich meine von mir aus, wenn, keine Ahnung, wenn die, was weiß ich, wenn sie im Drogenkonsum unterstellen sollen, whatever, da kann man auch immer noch drüber sprechen, dann soll man es halt stehen lassen und eigentlich nicht irgendwie beachten, ja, und natürlich ist die Art und Weise der Kommentation immer ein bisschen rauer, aber für mich ist das tatsächlich schon weit drüber. Ja, und tatsächlich ist es auch von Sport 1 problematisch, denn sie schützen tatsächlich ihre Gäste dadurch nicht, ne?
Ja, absolut nicht. Also das, ich fand das sehr bedenklich, dass, also die einzigen Dinger, die ich dann tatsächlich mal irgendwie gesehen habe von Sport 1, die halt auch offiziell dann irgendwie mit dem Account dann da irgendwie waren, war dann nur irgendwie, wo man gefragt hat, warum ist denn der und der nicht da, war dann die Antwort, ja, der kann nicht, der ist in Mallorca auf dem Urlaub. Ja, okay, aber zu dem anderen bezieht er jetzt nicht irgendwie mal Stellung oder sagt, ey Leute, verhaltet euch mal hier ein bisschen sozialer den Leuten gegenüber. Also das fand ich schon sehr, sehr traurig, dass da nicht irgendwas gemacht wurde. Tja. Ja, also kann ich nachvollziehen. Krass. Ja, das ist, also ich fand's sehr drüber. Sehr, sehr drüber. Von daher klare Empfehlung an dieser Stelle, keine YouTube-Chats lesen. Wahrscheinlich auch keine Kommentare, auch bei anderen Seiten nicht. Ich falle da ja des Öfteren mal wieder rein, dass ich anfange, Kommentare zu lesen. Kinders, macht das nicht. Das ist keine gute Idee. Nein. Wenn ihr da kein Geld für kriegt, macht das nicht. Wir müssen alle an einem anderen Konzept arbeiten, gesamtgesellschaftlich, dass wir Kommentare. Das ist wichtig und das ist auch gut, weil Kommentare uns total oft auch weiterbringen und auch echt einen guten Input liefern. Das haben wir ja tatsächlich, wenn es jetzt nicht diese Live-Chats sind, haben wir ja auch wirklich auch bei Fußball 2000 echt einen guten Input. Und dann ist es auch so, welche Themen können wir nochmal setzen? Da sind auch, und das haben wir hier in einem anderen Maße ja natürlich auch. Ne? Ja, klar. Also die Kommentare, die wir hier unter unseren unter den Videos oder den Podcasts auf YouTube kriegen, die sind immer freundlich, die sind immer konstruktiv. Ja, fast. Ja, also. Da ist natürlich auch der eine oder andere mal dabei, der jetzt irgendwie vielleicht andere Gedanken hat und sich da in der Diskussion irgendwie begeben will, was ja auch teilweise okay ist, aber das Gros dessen bin ich echt froh, dass ihr da draußen das so mitmacht, aber bei vielen anderen Dingen niemals never Kommentare lesen. Das kostet euch Jahre eures Lebens. Ja. Noch eine wichtige Frage, kann ich die Sendung trotzdem nochmal zumindest an den Stellen nachschauen? Gibt es eine Möglichkeit? Gibt es eine Sport 1 Mediathek? Oder die steht auf YouTube. Bei YouTube? Also der Livestream ist im Nachhinein auf YouTube, meine ich, verfügbar. Warte mal, ich gucke mal. Steht hier zur Verfügung. Live. Okay. Hören Sie mir live zu, wie ich in diesem Internet suche? Nee, ist so tatsächlich. Der müsste tatsächlich drin sein. Ist jetzt die Frage, ob Sie ihn tatsächlich als VOD da stehen haben oder tatsächlich den Livestream parallel, weil wenn es der Livestream parallel ist, könntest du sogar den Chat noch im Nachhinein irgendwie mitlesen. Nee, das geht anscheinend nicht. Okay. Das geht anscheinend nicht, also sie haben anscheinend wirklich nur das Video da, aber das findest du auf. Okay, sehr gut. Nee, gut. Okay. Jetzt reicht es aber auch mit Werbung für Sport 1 jetzt hier, Leute. Ne? Das war so eine mittelmäßige Sendung, über die haben wir schon 20 Minuten Sendezeit verpasst. Also insofern jetzt nochmal gut. Wir haben ja Sendezeit genug hier. Also ja, ich sag's ja nur, weil, ne, wie gesagt, am Ende steht ja der eine Satz, den du vorhin am Anfang der Sendung einführend gesagt hast. Wir haben vor 10 Jahren dieses Produkt gemacht, mit dem Hintergrund, dass zu wenig Eintracht lief. Wir wurden erneut bestätigt, es läuft zu wenig Eintracht. Ja. Wir machen diese Sendung hier weiterhin. Das definitiv. Und das auch zum Großteil dank eurer finanziellen Unterstützung da draußen. Von daher, vielen, vielen Dank nochmal. Und wir freuen uns über jede zusätzliche Unterstützung an der Stelle. Damit wir nicht auch noch anfangen müssen, 800 Minuten Werbung einzubinden. So, dann ist es quasi auch der perfekte Einstieg in unseres Segments des Dummschwätzers der Woche. I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, wir waren ja gerade eben schon quasi direkt drin in diesem Segment, als wir über diesen YouTube-Chat gesprochen haben. Das wäre tatsächlich auch meine Nominierung für den Dummschwätzer der Woche. Allesamt, die da unterwegs waren und so ein Kram verchattet haben, falls man das so sagen darf. Ich glaube, das ist aber nicht die einzige Nominierung, die wir diese Woche haben. Ich hatte da einen Namen gesehen, den Patricia da reingeschrieben hat und der kam auch gerade eben in diesem Jingle vor, ne? Ja, das passt perfekt. Karl-Heinz Rummenigge, also mal wieder ein Bayern-Funktionär, der sich geäußert hat. Schon bedenklich genug, aber diesmal war es auch wirklich wieder, ich zitiere einfach mal. Ja, bitte. Er hat im Bild-Podcast gesagt. Das sagt eigentlich schon zu viel, ja. Ja, wir sind ein Club gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, soweit so gut. Auch gegen Pyrotechnik. Wir sind gegen jegliche Art Aggressivität. Was? Ja, also du hast richtig verstanden, er hat quasi Rassismus, Antisemitismus und Pyrotechnik in einem Atemzug erwähnt.
Ja. Als wären das gleichrangige Probleme und als wäre das alles gleich bekämpfenswert und ja, fand ich schon sehr grenzwertig. Also es ist erstmal halt sehr dummes Geschwätz, aber es ist auch, finde ich, tatsächlich auch gefährlich. Also man. Nur nochmal für mich zum Verständnis. Das ist dieser Club, der gegen Rassismus ist, wo dieser Jugendtrainer über 2 Jahre agieren konnte und keiner im Umfeld irgendwas gesagt hat, obwohl er ganz klar fremdenfeindlich war, ne? Das ist der Club, ja. Ja, okay. Nur nochmal für mich zum Verständnis, damit ich den richtigen Club da meine. What the fuck? Ja. Boah. Und das ist halt wirklich, also ich weiß halt nicht, wenn man Pyrotechnik, das ist zum Teil ja auch, klar, er bezieht sich jetzt auf Stadien, aber ich weiß ja nicht, sag das mal irgendwelchen Leuten, die das arbeiten, ja, ihr seid genauso schlimm wie Rassisten und Antisemitisten. Also, okay, und ich weiß auch nicht, was Pyrotechnik direkt mit Aggressivität zu tun hat. Sagen wir mal, okay, selbst wenn du sagst, ich finde Pyrotechnik kacke, ich will das nicht in Stadien, ich mag das nicht, das ist eine, kannst du ja sagen, legitime Meinung. Ja. Kannst du trotzdem nicht so weit gehen, das mit Rassismus und Antisemitismus gleichzusetzen und in einem Atemzug zu sagen, dass das alles eine ähnliche Form von Aggressivität ist, weil das halt absolut gefährlich ist. Ja, plus nochmal. Sehr relativierend und ja. Also. Ja, plus halt auch nochmal die Ebene, ob du das als Privatperson mit deiner persönlichen Meinung sagst oder ob du das in dem Fall in deiner Rolle als Funktionär tust, der stellvertretend für einen großen Sportclub in Deutschland spricht. Ja, du siehst halt tatsächlich, dass er, dass Rummenigge erneut eigentlich, dem sind alle Lampen durchgebrochen, ne? Also, oder durchgeglüht. Hm. Also ich meine, er hat, also mit so einer Aussage hat er das Rummenigge, nee, das Kallische Hufeisen etabliert, ja, dass er, also was wir in der, wahrscheinlich in der Politikwissenschaft irgendwie vielleicht nochmal neu definieren müssen, ja, dass das kalte Hufeisen, weil wie absurd ist es, diese beiden, diese mehreren Dinge zueinander zu nehmen, das weiß es mir, will es auch nicht in den Kopf und ich finde es auch einfach nur noch erbärmlich. Wir haben strukturellen, das brauche ich euch nicht zu sagen, wir haben, reden hier immer so oft darüber und strukturellen Rassismus, Antisemitismus, gerade letztens in Hamburg wieder ein Fall und so weiter und so fort und ganz ehrlich, die Straftaten, die in der Bundesliga gerade verübt werden, die sind pretty much, also natürlich jetzt eh, weil ja wenig Fans da sind, aber das ist mehr oder weniger einfach, oder ich glaube, es gibt sogar Statistiken, die sind auf einem extremen Tief, ja, also das passiert tatsächlich einfach nicht viel und das gleichzusetzen und das gleich auf eine dramatische Ebene zu hieven, die dann, weil das andere ist wirklich gesellschaftlich problematisch, finde ich alles schon ein bisschen erbärmlich. Man kann Pro-Pyro sein, man kann Gegenpyro sein, man muss das alles nicht gut finden, aber das gleichzusetzen, diese Gleichsetzung macht es halt gefährlich und zeigt, wie verharmlosend er eigentlich diese anderen Probleme sieht. Ja, auch, dass du jetzt Ultragruppierungen schon wieder denunzieren musst und kriminalisieren musst, völlig unnötigerweise. Es ist gerade keine einzige Ultragruppe irgendwie auch nur ansatzweise an ihrer Arbeit im Stadion und du musst trotzdem jetzt irgendwie im Rahmen von irgendwelchen rassistischen, antisemitistischen Sachen immer noch den Platz finden. Ach, und übrigens hier Ultragruppierungen kriminell. Ja, was das ich halt, ist halt, ja. Was ich daran halt auch noch besonders ärgerlich finde, ist, dass du da einen, ich nenne es jetzt mal Diskurs, wobei es wahrscheinlich der falsche Begriff ist, aber du fängst halt hier einen Austausch, einen Diskurs über ein Thema an, wohlwissend, dass die Gegenseite momentan keinerlei Möglichkeiten der Gegenstimme hat, weil die einzige Gegenstimme oder die mächtigste Gegenstimme, die eben organisierte Fanszenen gegen solche Aussagen haben, ist am Wochenende, wenn das Heimspiel ihrer Mannschaft ist, in Form von Bannern, Choreo, was auch immer, was halt momentan alles nicht möglich ist. Zumal die Gegengruppe vor allem bei den Bayern mehr gegen Rassismus tut als der Verein an sich selbst. Das, also, das, ja, und dafür Punkt, dann auch noch von irgendwelchen Spielen ausgeschlossen wird, weil sie sich mal erlauben, irgendwie ein kritisches Banner irgendwo hinzuhängen.
Das ist genau der Punkt. Und ich glaube, am Ende muss man halt auch hier ganz klar wieder festhalten, wir reden ja auch relativ häufig über die Bayern, gerade in der Dummschwätzer-Kategorie bekommen die auch relativ oft was ab. Zu Recht. Wie gut viele Fans das beim FC Bayern, Schickeria und so, immer über Jahre hinweg gemacht haben, die viel besser in ihrem Verein auch historische Dinge aufgeklärt haben als der Verein selbst, ist dann umso peinlicher, glaube ich, auch für jeden von denen, dass sie so einen Labbeduddel da oben sitzen haben, der solche kruden Vergleiche anstellt. Bezüglich der Fußball-Related Criminality hat der Felix Tamsud einen wunderbaren Thread gemacht, den packe ich euch mal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken, weil er hat nämlich genau diese Sachen gegeneinander gesetzt, um mal zu sehen, wo die wirklichen Probleme liegen. Also das stärkt nur nochmal das, was du vollkommen richtig aufgemacht hast hier, Patricia. Das zeigt, wie absurd dieser Typ ist, und ich hoffe, Rummenigge, es ist auch langsam mal gut. Ja, wenn ihr mehr zu Rummenigge hören wollt, auch bei 93, kleine Werbung hier, da wurde das Thema, beziehungsweise diese Aussage auch nochmal behandelt, zu Recht. Ah ja, okay, so weit bin ich noch nicht. Aber bei der Empfehlung schließe ich mich gleich an, da können wir gleich nochmal im Detail vielleicht drüber reden. Aber weil uns ja hier jetzt ein Bayern-Funktionär nicht reicht, müssen wir natürlich noch einen Ex-Bayern-Funktionär hier reinsetzen. Oha. Den hat der Marvin hier nämlich gerade eben noch in die Liste geschrieben, habe ich gesehen. Ja, es ist das, was wir eben ja schon thematisiert haben mit Costa. Ich finde es halt, fand es immer noch mega. Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat. 3 Jahre später wird er verpflichtet, erneut. Ausgeliehen. Ja. Dann zeigt ihr ausgeliehen, aber ja, trotzdem verpflichtet. Da zeigt sich erneut, wie wenig das Wort auch von Uli Hoeneß im Laufe der Zeit Gewicht hat, ja, oder beziehungsweise wie wenig er sich selbst daran hält. Es ist ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an genau das, was er in den letzten Jahren ja auch schon gemacht hat. Nun ja, ich lausche gespannt an die nächste Empfehlung, die man hier konkludent tatsächlich fast anschließen kann, und zwar die Elf Leben, den Elf Leben Podcast vom Max, denn der widmet sich ja der Personalie sehr deutlich. Uli Hoeneß hört da auch mal rein. Für mich immer, gerade in Bezug dessen, weil heute oder gestern der Transferfix gemacht wurde, ein ziemliches absurdes Ding halt. Sehr schön. Ja, dann ansonsten habe ich nichts mehr. Es gibt so viele verrückte Typen auf der Welt. Ich will nicht über das große Ganze mehr sprechen, sondern rege ich mich viel zu viel auf. Weil die absurde Scheiße, die gerade passiert, bald sind Wahlen und ich habe echt Bedenken. Aber ja, gut. Da kommen wir, das ist leider auch so. Dennis, hast du noch irgendwas, was du hier mit dem letzten Satz genau das gesagt, die Problematik an manch anderer Stelle, da will ich jetzt auch gar nicht, hat ja hier auch schon oft genug sein Fett wegbekommen, also unser super Corona-Superspreader, muss man ja mittlerweile fast sagen. Ja, leider, genau das. Unterwegs ist. Nein, also ist wirklich krank. Aber wie gesagt, dem wollen wir hier keine Sendezeit auch noch geben und hoffen wir einfach mal, dass sind es 4 Wochen, ich weiß es gar nicht, wann gewählt wird, da ja, zumindest die Leute das auch erkennen, dass der einfach, verrückt ist da vielleicht der richtige Ausdruck. Einfach da sind schon andere Worte gefallen, ich höre jetzt mal auf. Aber wie gesagt, also gibt viel zu viel dazu zu sagen und vielleicht an anderer Stelle, aber nicht hier jetzt heute. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir die Kategorie des Dummschwätzer der Woche ab. Wir haben 3 Positionen zur Auswahl. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft natürlich wieder entscheiden, wer ist der Dummschwätzer der Woche. Ihr könnt auf eintracht-podcast.de gehen, dort in den Shownotes zur Folge 410 findet ihr die Abstimmung und könnt entscheiden. Und dann werden wir in der nächsten Woche den Sieger hier an dieser Stelle verkünden. Und jetzt kommen wir zu den Empfehlungen, weil da füllt sich die Liste auch schon so langsam. Jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Und natürlich Patricia, die hatte ja auch irgendwann mal die Hausaufgabe, hier eine Empfehlung vorzubereiten. Bevor wir dazu kommen, mache ich einfach mal den Anfang. Das war ja, glaube ich, auch etwas, was Patricia gerade eben schon gesagt hatte, nämlich die aktuelle Ausgabe der Kollegen von 93. Ich habe sie noch nicht ganz gehört, von daher bin ich noch nicht an diesem Rummenigge-Teil angekommen, aber
ich muss sagen, ich finde es diese Woche wieder ein ganz großartiges Werk an Journalistik. Sie haben nämlich zwei Themen drin, die ich extrem interessant fand. Sie haben nämlich einmal über diese ganze Thematik beim VfB mit diesem Umgang mit E-Mail-Adressen und Kontaktinformationen und Informationen der Fans und Forumsmitglieder quasi mal aufgegriffen und haben da den Ron mit dabei, der das erklärt. Und sie haben Marco Hagemann da und sprechen über diese Thematik mit Juventus und Neapel. Ich nehme an, die meisten werden es mitgekriegt haben. Neapel durfte nicht zum Spiel anreisen, weil Corona-Fälle und das lokale, das Gesundheitsamt gesagt hat, nee, wir schicken euch jetzt alle in Quarantäne. Ist aber ja Liga-intern in der Serie A, dass, sie nennen es Protokoll, ich würde es jetzt mal Vereinbarung nennen, dass wenn eine gewisse Anzahl von Spielern halt quasi zur Verfügung stehen, Spiele trotzdem stattfinden. Dementsprechend war Juve im Stadion und hat quasi so getan, als wenn das Spiel jeden Moment stattfindet, wohl wissend, dass Neapel nicht anreist. Marco Hagemann hat das Spiel live für The Zone kommentiert und sie haben ihn mit drin und sprechen über das Spiel und sprechen dann auch noch ein bisschen über die Nationalmannschaft. Und ich fand das zwei ganz tolle Aufarbeitungen von diesen Themenfeldern. Also wer das noch nicht gehört hat, unbedingt da reinhören. Ja. Patricia, du hast, glaube ich, schon weitergehört. Möchtest du da noch was ergänzen? Ja, nee, also das wäre jetzt auch meine Empfehlung gewesen. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Auch mit guten Gästen, die da nochmal guten Input liefern können. Und halt, wie gesagt, der Rummenigge-Teil ist auch ein bisschen ausführlicher als bei uns, aber die ganze Sendung relativ hörenswert. Ich habe es jetzt vor der Sendung irgendwann heute Nachmittag durchgehört. War wie immer sehr gut. Okay, sehr gut. Ja. Marvin, dann, genau, ja, Elf Leben hatte ich ja schon gesagt, ne? Da geht es auch immer weiter. Ich finde es so krass, wenn wir überlegen, dass der Max das ja zwischenzeitlich oder dass er das die ganze Zeit eigentlich on the roll noch macht, ne? Also dass das ja nicht total krass. Fest abgedreht ist, sondern täglich, also immer noch weitere Entwicklungen mit hineingeflochten werden. Das ist ein Stress, den muss man sich tatsächlich erstmal aussetzen. Ich hätte eigentlich gedacht, das war das Ursprüngliche, was ich gedacht hatte, dass er komplett alles dann released und es ist schon passiert, ja. Aber dass er immer noch innerhalb dieses Prozesses die Folgen veröffentlicht, finde ich schon extrem krass. Ja, aber wie gesagt, irgendwie nur die ersten drei Folgen waren ja quasi zum Start fertig produziert und der Rest wird jetzt quasi so Woche für Woche dann fertiggestellt. Also es ist schon ein Mammutprojekt. Genau, und dann kannst du, wenn du es dir anhörst, ne, dann siehst du, dann siehst du es nicht, aber dann hörst du es, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Also insofern, das ist krass. Empfehlung an dieser Stelle an was anderes, und zwar, ich bin ja dieses Jahr auch wieder bei der Buchmesse, wie jedes Jahr, und da freue ich mich sehr. Ganz anderes Themenfeld. Und wir haben in diesem Jahr gesagt, okay, wir müssen mal gucken, was passiert so, was passiert halt nicht. Ne? Buchmesse ist ganz anders in diesem Jahr. Wesentlich weniger Live-Veranstaltungen. Es ist nicht dieser Massenandrang von vielen Menschen, die vorbeischauen und sich das angucken. Es sind relativ wenig Menschen. Kleinere Veranstaltungen. Es gibt sehr viele Lesungen in Frankfurt. Mal sehen, wie das jetzt unter den Corona-Bestimmungen jetzt gerade noch ist, ne? Weil es gibt eine kleine Verschärfung in Frankfurt. Müssen wir mal sehen, wie das dann dementsprechend sich auswirkt. Aber momentan ist es noch so, dass es diese kleinen Lesungen geben wird. Aber alles sehr verteilt. Und es gibt natürlich Leute, die darunter leiden. Oder Leute, die ursprünglich was anderes geplant hatten. Und die Leute besuchen wir. Wir reden mit denen in einem neuen Podcast, der heißt passend zu der Thematik What a Mess. Ja? Also die Buchmesse in diesem Jahr ein bisschen anders. Da haben wir uns in absolute Kleinstarbeit rangesetzt. Wir haben das jetzt erstmal als Videopodcast veröffentlicht. Es gibt aber bald noch die traditionelle Audioform wird es bald geben. Ich hoffe, der eine oder andere hört mal rein. Wir haben viele spannende Gäste von Preisträgerinnen, also die jetzt einen Preis bekommen und den normalerweise auf einer Bühne gefeiert hätten, aber die Bühne gibt es halt jetzt nicht, also alles im virtuellen Raum. Die Cosplayer und Cosplayerinnen, die dieses Jahr nicht wie gewohnt feiern können. Viele andere, auch die bei der Buchmesse arbeiten, schildern uns, wie das alles so läuft. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Erstlingswerk und die anderen werden noch spannender wahrscheinlich. Hört mal rein, würde mich auf jeden Fall freuen, das ist mal was ganz anderes, weil wir können den ganzen Quark, den wir Jahr für Jahr machen, immer so weitermachen oder wir probieren mal neue Zielgruppen zu erschließen, wie wir das ja auch mit Fußball 2000 machen und anderen Produkten. Und das ist jetzt ein Versuch,
Lasst mal auf jeden Fall mal ein Like da und schaut mal, wie ihr es findet. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht eh ein Interesse an der Buchmesse habt. Das ist auch immer so mit einem kleinen ironischen Auge zu sehen. Genau, das ist das, woran ich jetzt Wochen arbeite. Darf ich euch an der Stelle schon gratulieren zu dieser kreativen Idee mit dem Titel, weil es ja sowohl einmal wegen dem Chaos, aber auch Englisch quasi hessisch für Messe, also Mess, ja. Tippe Mess und so weiter, finde ich großartig. Vielen Dank, ja. Wir haben sogar das Intro selber gesungen. Es ist tatsächlich... Oh yeah. Okay, ich habe gerade eben nur ohne Ton mal kurz reingeguckt. Ich glaube, ich lasse den Ton einfach aus. Keine Angst, ich habe nicht gesungen. Okay, das beruhigt mich jetzt wieder. Meine Chefin über die Buchmessenzeit singt mehr oder weniger professionell, ja. Die hat das eingesungen. Wir haben das mit dem, wir haben das, den, das Soundbed. Das wird euch an was erinnern. Das ist nämlich auch wieder eine Reminiszenz, ne? What a Mess. Und natürlich, wenn du denkst, What a Mess, What a Man, ne? Ihr kennt das Lied von Salt and Pepper. Klar. Das heißt, wir haben das gecovert, wir haben da ein paar Töne dran verändert, auch bei uns eingearbeitet und das ergibt das dann. Und ich habe in mühseligster Kleinstarbeit, habe ich Ton irgendwie angepasst, damit zu den ganzen verschiedenen Schnipseln, die ich fürs Intro im Laufe der Zeit rausgekramt habe, die irgendwie ganz lustig sein müssen. Und ne, wie das halt so ist, so viel zusammengearbeitet. Muhammad Ali kommt auch vor. Stepanovic mit dem gesehen. Fußballfans ist auch am Start, also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Hervorragend. Also, das finde ich jetzt schon großartig. wir müssen gucken, dass wir hier mit der Sendung bald zum Ende kommen. Ich habe da noch so ein bisschen was in der YouTube-Playlist, glaube ich. Sehr schön. Genau. Super. Dennis, du hast noch was hier reingeschrieben. Ja, auf jeden Fall. Viele waren ja extrem enttäuscht von Disney Plus oder hatten selbst noch nicht getestet, weil sie von Kollegen gehört haben, es ist nicht so der Inhalt hat sich ja lange Zeit nicht so wirklich erweitert. Jetzt ist aber die Möglichkeit, habe ich gesehen, dass man als Telekom-Kunde nochmals 6 Monate kostenlos testen kann. Ich bin mir nicht 100% sicher, es gibt da unterschiedliche Stimmen dazu, Bestandskunden, Neukunden, wer jetzt genau profitiert. Es ist wohl eventuell dann notwendig, dass er zumindest eine neue E-Mail-Adresse und so weiter verwendet. Muss man aber einfach mal schauen. An der Stelle auch nochmal der Hinweis für diejenigen, die es zumindest auch von der ersten Stunde her schon interessant fanden, dass The Mandalorian, die zweite Staffel am 30. Oktober startet. Ja, das passt großartig. Eigentlich ganz gut. Und vielleicht hilft es auch, also ich muss wirklich sagen, wenn ihr kleine Kinder habt, ist es schon sehr, sehr cool und dementsprechend einfach mal eine Möglichkeit, nochmal 6 Monate kostenlos, danach kostet dann glaube ich auch über die Telekom nur 5 Euro statt die klassischen 7. Wenn du Telekom-Kunde bist, ja. Genau, also da könnt ihr ja mal reingucken, vielleicht habt ihr was, gilt sowohl, wenn ihr Festnetz oder Handy Telekom seid, also da müsst ihr einfach mal gucken, also es war jetzt einfach nochmal, vielleicht braucht der ein oder andere mal wieder ein bisschen Unterhaltung, hat es vielleicht noch nicht genutzt oder möchte da mal reinschnuppern und da hat er doch hier eine gute Möglichkeit. Ja. Weißt du, was mein größtes Problem mit Disney Plus ist? Es bietet mir immer an, das Intro zu überspringen. Wer will denn bitte das Intro von der Gummibärenbande oder DuckTales überspringen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Das ist richtig, ja. Gummibären, da überall. Diesen Ohrwurm gibt es diese Woche gratis, nur bei uns. Sehr gut. Ja. Haben wir noch weitere Empfehlungen, meine Herren, meine Dame? Gute Frage tatsächlich. Wir könnten überlegen, weitere Empfehlungen. Naja, es gibt tatsächlich relativ viele Dokus, die irgendwie ganz spannend sind. Momentan, ich bin unsicher, ich hatte letztens Fest und Flauschig gehört und die haben sich intensiv über die Doku Rohwedder ausgetauscht, die bei Netflix am Start ist. Auch eine ganz interessante Sache. Hier geht es um die Abwicklung der DDR beziehungsweise der DDR-Industrie und da muss man ja sagen, aus heutiger Sicht tatsächlich auch die Leute, die vielleicht da noch nicht gelebt haben, die noch sehr klein waren, wenn wir uns anschauen, wie das damals gelaufen ist, ohne Frage sagen, dass der Westen da extrem viel Scheiße gebaut hat, ja, und den Grundstein dafür gelegt hat, dass der Osten auch weiterhin oder wirtschaftlich benachteiligt war. Das ist ja unfassbar tatsächlich, wie das passiert ist, dass es kein Handling dafür gab. In erster Sache ist ja sowieso auch eine andere Thematik, aber es geht hier tatsächlich um den Tod von Rohwedder, der aber ungeklärt ist, weil nicht klar ist, wer war das. Die RAF hat sich dazu bekannt, die tatsächliche Handlungsfähigkeit der Roten Armee zu der Zeit scheint aber bezweifelt werden. Auch andere Theorien gibt es. Es ist ein bisschen sehr theorielastiger, Theorie schließt aber irgendwie
irgendwie gedanklich das mit ein, dass es wissenschaftliche Befunde gibt, das will ich hier ein bisschen ausschließen. Schaut es euch trotzdem mal an, ist jetzt nichts, ne? Guckt es mal an, das kann auf jeden Fall spannend werden. Sagt mal, was ihr denkt, weil es gibt eine sehr, sehr große Schere, die einen sagen, das ist eine geile Doku, es gibt sau viele, die sagen, das ist nix. Kann man sich aber mal angucken. Wir sind sowieso jetzt gerade wieder in einer düsteren Zeit, in dem es jetzt wieder dunkler wird und solange die PlayStation noch nicht am Start ist, können wir uns mal wieder ein paar Dokus hingeben. Ja. Ja, und wer weiß, wer denn überhaupt eine PlayStation bekommt, das ist ja auch noch schwierig. Ich bekomme keine, das funktioniert ja nicht. Was ist denn hier los? Ne? Also jetzt mal, Mann, ey, es will nichts funktionieren. Ich habe es die ganze Zeit, ich gucke jeden Tag mittlerweile, aber ich war zu lahm. Ich glaube tatsächlich, dass du da irgendwie schlechte Karten hast. Ich habe jetzt schon von verschiedenen Dingern gelesen, wo, was war es, heute hatte ich gelesen, dass Online-Shops tatsächlich Bestellungen canceln und haben sich als Argument dafür genommen, naja, wenn nur die PlayStation bestellt hat, ohne Spiel, der will damit ja gar nicht spielen, deswegen stornieren wir die Bestellungen wieder, weil sie halt keine haben. Was ein Quatsch. Manch einer hat jetzt schon irgendwie gesagt, so nach dem Motto, naja, verspätete Lieferzeiten irgendwie Anfang 2021, und ich hatte jetzt auch gelesen, dass man tatsächlich vor Ort Händlern rät, keine Wartelisten anzulegen, weil man nicht garantieren könnte, ob dieses Jahr überhaupt tatsächlich Dinge physisch in den Handel kommen. So, super. Also, ja, weißt du, erst Corona, noch viele andere Dinge, Donald Trump, und jetzt kann die PlayStation noch nicht mal normal geliefert werden. Ja. Es ist die Hölle, ey. Was ist denn hier los? Ja. Es ist, dieses Jahr ist dann doch 2020 so abhaken, genau. So, ja, das kommt drauf an, vielleicht nicht abhaken. Also es kommt jetzt drauf an, wie die Eintracht weiter spielt. Dann will ich das Jahr vielleicht doch gar nicht so schnell abhaken. Dann lass uns da die Spiele noch. Wenn aber doch erst 2021 Meister, René. Patricia, habt ihr bestellt? Nee, wir haben es auch nicht. Also wir haben es nicht vorbestellt, weil wir dachten, ach ja, wenn man es dann nach Weihnachten bekommt, ist auch noch in Ordnung. Nein. Das eilt jetzt so. Definitiv nicht. Ja. Aber ja, also ich hätte es schon gern dann Anfang 2021, aber das jetzt, da hat man sich vielleicht ein bisschen verzockt gerade. Ja, naja, keine Ahnung, mal sehen, wann die Restocks irgendwann kommen. Ja, also vielleicht irgendwie kriegen die ja irgendwas gebacken. Im Auge behalten, wer weiß. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass da doch eine ganze Reihe von Leuten einfach jetzt vorsorglich irgendwie auf 3, 4, 5 Plattformen irgendwie bestellt haben, um überhaupt irgendwie eine zu kriegen. Und dann kurzfristig ihre Bestellungen dann vielleicht auch wieder stornieren. Dann geht natürlich einiges dann auch wieder da in den Handel zurück. Du unverbesserlicher Optimist, schauen wir mal. Ja gut, irgendwas muss ich euch ja geben. Ich hoffe sehr, dass das passt. Ja. Schauen wir mal. Bleiben wir optimistisch. Hoffe ich auch. So optimistisch, wie wir mit der Eintracht gerade sein können. Mal gucken, wie die aus der Sommerpause. Ich sage immer, Sommerpause ist eine Länderspielpause, aber die dauert auch schon viel zu lang. Ja, die hat doch jetzt gerade erst angefangen. Ja, es ist echt die Hölle. Naja. Also, dementsprechend, wir machen jetzt hier den Sack zu. Wir lassen euch zurück mit einigen Empfehlungen. Die braucht ihr auch, weil vernünftiger Fußball wird ja jetzt in den nächsten Tagen nicht gespielt. Solltet ihr trotzdem Interesse an Fußball haben, dann habt ihr theoretisch die Möglichkeit, euch Länderspiele anzugucken. Wenn ich das richtig im Kopf habe, spielt die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch, am Wochenende und dann irgendwie Anfang nächster Woche nochmal. Es ist völlig egal. Ja, also wer tatsächlich Lust hat, sich das anzugucken, der kann das tun. Ansonsten habt ihr einiges an Empfehlungen hier von uns jetzt genannt bekommen, was ihr alternativ tun könnt. Ihr könnt natürlich auch ganz fleißig hier Kommentare schreiben im Blog, auf YouTube. Ihr könnt uns Feedback per Twitter, Facebook, Instagram schicken. Ihr könnt uns supporten, was ihr wollt. Ihr habt die freie Wahl. Wir entlassen euch jetzt in diese Woche und melden uns in der nächsten Woche wieder und mal gucken, was wir dann für spannende Themen auf der Liste haben. Macht's gut!